Leute, willkommen zu einem neuen Video und heute geht es los mit Grounded. Das haben ganz viele Leute sich immer gewünscht. Ich spiele es heute mit dem lieben Simon, den kennt man auch von den Rocket Beans. Unten in der Beschreibung findet ihr auch seine Folgen. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Folgen wollt. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob wir immer 3 Stunden einmal die Woche rausbringen oder jeweils 1,5 Stunden zweimal die Woche. Wir gucken mal, wie wir es machen. Tage gucke ich auch mal, dass es immer im schönen, angenehmen Abstand ist. Ihr werdet ja sehen, wenn es online kommt. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und ganz viele Tipps bitte, die binde ich dann auch wieder in die nächsten Folgen ein. Auch gerade, wenn wir storytechnisch nicht weiterkommen. Da hört man auch schon den lieben Simon. Da könnt ihr mir gerne Bescheid geben, wie ihr es machen wollt, würde mich sehr freuen. Und dann gehen wir mal rein, begrüßen den Simon. Und nach Grounded werde ich auf jeden Fall mit Subnautica 2 anfangen. So, hallo Simon. Hallo. Hallo, freut mich. Würde ich sagen, starten wir mal. Bitte. So, Gartenweltname, wie sollen wir es nennen? Jetzt hast du, ich habe wirklich keine Ahnung, Gnumon oder, ne, ich weiß nicht. Komposthaufen. Kompost ist gut, Kompost ist gut. Lade. Let's go. Warte auf andere Spieler. Diese Musik täuscht voll. Ja. Gibt einem so das Gefühl, dass das so ganz gemütlich und schön wird. Spielst du mit Controller oder ohne? Ich hätte jetzt mit Maus gespielt, aber meinst du, soll man Controller nehmen? Ist ja besser. Ich mache auch mit Tastatur, ich glaube, das passt. Ach so. Intro gucken wir an, oder? Ja. Machen wir noch. Good morning, Brook Hollow. Today is October 20, 1990. This is your news. We have a special breaking report. The police department has released information that more local teenagers have gone missing. They were last seen earlier this week, and the only connection between the teenagers is that they are all students at Brook Hollow High School. This could be linked to the disturbing trend of other possible abductions and missing teenagers from our otherwise quiet town. If anyone has seen the teenagers or has any other information, please contact the police department. The mayor of Brook Hollow has put a curfew into effect for anyone under 18 starting tonight. Now to other news. In the business world, prominent practical technology signed a few deals with. Hat ein bisschen was von Stranger Things, ne? Ja, die Musik, ne? Diese Synthie-Mucke, total. Ah, ich weiß nicht, ich habe sowas immer gemocht, so diese Welten, wo man, wo alles, wo man sehr klein ist und alles groß und das ist saugeil. Das könnte echt. Ah. Hast du es denn vorher auch schon mal gespielt? Also schon mal reingeguckt oder so? Oder ist das jetzt für dich das erste Mal? Ich habe schon vorhin gesehen, ich habe es 8 Stunden insgesamt gespielt. Ist aber schon eine ganze Weile her. Also okay, ich kann mich. Du auf deinen Baum schon, oder? Also ich kann mich an vieles. Ja, genau. Ich war schon sehr weit, aber ich kann mich an vieles gar nicht mehr erinnern, tatsächlich. Deswegen Backseat Gaming aktiviert, gerne auch helfen, im Chat in den Kommentaren Tipps geben, Tricks und so weiter. Unbedingt. Naja, wir sind nur zu zweit und wir, ja, und du hast alles vergessen und ich kann nichts. Alles vergessen und ich kann nichts. So. Okay. Everything seems so big. Whoa. Or am I really, really small? Max! Hey! What the heck is going on, Hoops? No idea. But I'm gonna find out. Vor allem, wir wurden hier ja wirklich als kleine Männchen hergebracht. Ja, das hat mich schon immer irritiert. Das sieht ja wirklich aus, als wären wir ja einfach in dem Koffer abgeworfen worden, aber was ist das denn für ein Ding? Warum? Aber ich dachte, es ist eher so wie Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, dass wir außer Sehen klein wurden, ne?
Ja, vielleicht wollen wir die anderen retten oder so und haben uns dann irgendwie geschrumpft. Ja. Es sind ja schon, es sind ja mehrere scheinbar schon hier verloren gegangen. Ja. Genau, also hier sind wir jetzt. Ich merke gerade, wie kacke es eigentlich wäre, klein zu sein. So klein. Okay, das heißt, am Anfang helfen die einen schon relativ. Ich sammle einfach mal alles ein, was ich sehe. Genau, du kannst auch draufschlagen. Das sagt auch schon jemand im Chat, Vorsicht, Suchtgefahr, Simon, ne? Das ist wahr. Nicht zu viele. So, dann gehen wir mal weiter. Okay. Was sehen wir denn hier? Genau, diese kleinen Flöhe sind gut, die bringen uns nämlich Leben und Heilung. Aber dann lass uns mal hier reindüsen. So, was ist denn das hier? Damit wird alles analysiert, glaube ich. But still, I'm not exactly sure where this is and what is going on. I should keep looking around. Okay. Dafür gibt's dann hier einen Schmalz, ne? Und den müssen wir irgendwie, den brauchen wir. Genau, und du kannst quasi hier, in da, wo ich gerade dran stehe, das kannst du gleich mal machen. Da kannst du alles quasi analysieren, wenn du mal hier rangehst. Ah, das habe ich schon gemacht. Ja, ja, ah, genau, sehr cool. Und das müssen wir immer alles analysieren und da lernen wir dann quasi neue Sachen. Ja, ich sehe es. Okay, cool. Oh, das ist ja richtig viel. Also als erstes fällt mir ein, dass wir eine Axt brauchen, ne? Ja, magst du mal U drücken? U? Magst du es so mehr oder magst du es in der... Ach, gute Frage eigentlich. Nö, ich glaube, Third Person ist ganz gut irgendwie. Ja, ich bin es auch in Third. Aber cooler Hinweis, dankeschön. So, ich analysiere mal alles. Dann geh ich schon mal kurz raus. Ja. Und schnapp mir ein paar Sprösslinge. Wasser ist wahrscheinlich auch sehr, sehr wichtig, ne? Dass man immer irgendwie Wasser findet. Ja. Genau. Zum Beispiel so Wassertropfen hängen ja an den Grashalmen. Genau. Und wir können, glaube ich, auch schon eine stacheligen Sprössling herstellen. Da müssen wir noch ein paar Sachen sammeln. Also am wichtigsten ist, dass wir eigentlich schnell die Axt kriegen. Aber lass uns mal glubschen. Simon, ich finde es echt toll, dass du das mit mir spielst. Ja, ich bin sehr gerne ein verlässlicher Partner für diese Abenteuer. Dankeschön. Ich wollte das ja auch, ich kann es auch nicht alleine spielen. Also es ist, hätte ich einfach zu viel Angst und ich bin echt froh, dass das jemand mit mir spielt. Ja, auch süß, echt. Der auch Zeit hat. Das ist ja auch das Hauptproblem gewesen, dass wir einfach auch eine Zeit haben, wo wir dann alle zusammen spielen können. Jetzt klappt das endlich mal. Wenn du mal jemanden brauchst für das neue The Forest, sag Bescheid, da suche ich auch Leute, auf die ich mich verlassen kann. Ja, auf jeden Fall. The Forest, klar. Das werde ich auf jeden Fall spielen. Ich habe The Forest schon dreimal angefangen mit Leuten. Und beim dritten Mal waren wir fast durch und dann hat es nie wieder geklappt in der Konstellation. Deswegen, ich bin immer happy, wenn ich Leute finde, die Zeit haben. Ja, ich hatte das auch. Ich habe mit Budi, Ede und Nils angefangen und am Ende waren es nur noch Nils und ich. Aber wir haben es durchgespielt und es war auch geil. Also es war irgendwie echt ein Erlebnis. Du kriegst irgendwann so eine Panik, wenn du in diesen dunklen Grotten die ganze Zeit rumläufst. Und du kannst es irgendwann nicht mehr. Das ist richtig, richtig geil. Ja, das nächste wird bestimmt noch geiler. Da freue ich mich schon. Drück mal I, Simon. Ja. Das siehst du quasi, bauen, ne? Genau, Inventar herstellen. Wir haben jetzt quasi, also wir müssen immer alles, was wir einsammeln, scannen, analysieren. Dadurch erlernen wir neue Dinge. Jetzt können wir diesen Kieselhammer und die Kieselaxt erstellen. Ich würde fast gucken, dass wir die Kieselaxt erstellen, weil damit können wir auch Grashelme und alles schon mal bearbeiten. Axt, okay, cool, mache ich. Genau, und ich gucke gerade. Die Fackel ist vielleicht auch nicht so schlecht. Okay, ich habe die Axt, glaube ich. Ja. Und damit können wir jetzt die Grashalme umhauen, das weiß ich noch. Genau. Aber was man damit dann macht, weiß ich auch nicht, mit den Halmen. Damit kannst du dann beispielsweise Häuser bauen. Ich würde gerne dieses grobe Seil herstellen. So, dann tue ich das auch mal direkt analysieren. Ah, kann ich gerade noch nicht. Aber ich erstelle mir jetzt meine Kieselaxt. Magst du auch eine Kieselaxt? Ich glaube, ich kann eh nur eine herstellen, ne? Ich weiß gar nicht. Ja, ich habe schon eine. Kieselaxt habe ich. Nice. Dann lass mal. Den Hammer brauche ich noch. Okay. So, wenn du eine Waffe ausgerüstet hast, hast du Angriffe blocken. Genau. Okay, nice.
Gut. Ich weiß nicht genau, ich habe die jetzt einfach mal genommen, aber hast du eine Idee, wo wir unser Haus bauen wollen? Simon, das überlasse ich dir. Na, ich glaube, hier vorne war letztes Mal, ja genau, hier ist nämlich dieses komische Gerät, was wir aktivieren müssen. Ja, nice, dann machen wir das dahin. Ja, hier ist auch Wasser, das ist gut. Okay, ja. Magst du es da drauf bauen oder wo können wir es hinbauen? Ich weiß es nicht. Ja, warum kann man hier drauf überhaupt bauen? Ich weiß nicht, weil das ja so ein Quest-Item ist. Kann sein, dass das hier gar nicht so geht. Ja, sonst machen wir es halt einfach hier irgendwo hin. Hier ist ja auch Wasser, vielleicht in einer geraderen Ebene. Kann man das Wasser trinken? Ja? Ich glaube schon, oder? Das wär cool. Ah, nee, ich glaube, man kann eh nur von Tropfen trinken, deswegen ist es eigentlich egal. Es gibt immer so Tau. Ja, okay. Hier die Pilze, komm mal unter, schön unter den Pilzen. Ja, das ist doch schön. So, gut. Jetzt, wie bauen wir? Wahrscheinlich auch wieder I und dann herstellen. Wie wir beide anfangen, weil keiner weiß, wie es funktioniert, gell? Ja, so ist es doch immer. So, lass mal gucken. Okay, Spießergrill. Spießgrill, nicht Spießergrill, okay. Wir brauchen, für den Grill, den brauchen wir ja auf jeden Fall, Kiesel, Sprössling und Grasbrocken. Ja. Also ich kümmere mich gerne um den Grill schon mal, dann kaufe ich da schon mal alles ein, was man für braucht. Okay. Ich guck mal ganz kurz nach, wo ist nochmal unser Science-Dings, dass ich nochmal ein bisschen was analysiere. Ah, das können wir noch nicht bauen. Warum nicht? Müssen wir das noch lernen? Da hinten geht es auch wieder irgendwo hin, ne? Wir haben schon wieder eine neue Aufgabe, glaube ich, bekommen. Ja, ja, es geht überall hin. Ich glaube, wir müssen in diese Maschine und oder an dieser Maschine die Stromkreise irgendwie klar machen, irgendwie sowas. Okay, ich suche gerade nur noch mal. Halt nicht, die funktioniert nicht richtig und wir müssen die reparieren. Okay. Weißt du noch mal, wo unser wissenschaftliches Ding ist? Da wollte ich gerne noch mal hin. Ach so, na, das ist ja nicht weit weg. Das ist hier, genau, wenn du zwischen dem Brocken, ja genau, wenn du da durchläufst. Zwischen Pilzen, nee, nicht da, Entschuldigung. Hier, wo ich langlaufe. Ich glaube, hier okay, lang. Gut. Nee, auch nicht. Deswegen, ich finde es nicht mehr. Wir müssen jetzt gerade. Hier, es ist da, wo ich langlaufe und du kannst es ja auch markieren, glaube ich. Okay, wir müssen die Grashelme analysieren, dann lernen wir, wie wir bauen. Deswegen würde ich da gerne mal kurz zurückgehen. Hm. Ja, Simon, ja, wir haben uns verlaufen. Es geht schnell, ne? Oh, herrlich. Habe ich allerdings, die Grasdinge habe ich noch nicht analysiert. Ja, ich bringe gerade einen mit. Kann ich noch gar nicht. Okay, cool. So. Die Geräusche sind so geil. So, dann analysieren wir mal. Na, da kommt so, guck mal. Schau mal einer an. Dann lass mich nämlich auch noch gleich mal das hier herstellen. Dann können wir das nämlich auch gleich analysieren hier. Ah, nee. Ja, cool. Ich habe hier auch trockenes Gras gefunden. Das ist super, weil das brauchen wir zum Bauen von dem Grill. Das kannst du bestimmt auch gleich analysieren. Lass mich das mal kurz machen. Ja, obwohl, kannst du meine Sachen analysieren, oder? Nee. Ich, sonst bring's mal kurz hin, genau, dass man erstmal alles so guckt. Wo hast du angefangen zu bauen? Noch gar nicht, oder? Noch gar nicht. Ich dachte erstmal, ich habe, glaube ich, noch nicht alles für den Grill. Jetzt müsste ich gleich alles haben. Okay. Dann komme ich mal zu dir. Ich glaube, bei dem Spiel, das ist eine Frage. Sorry, ja? Ach so, nee, ich muss warten auf eine Aufladung, damit ich die analysieren kann. Man kann nicht einfach endlos. Ah, okay. Meine Frage war auch, ist das Spiel jetzt eigentlich schon final fertig? Ich glaube nämlich nicht, ne? Ernsthaft ist es noch nicht fertig. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre fertig, aber ich habe nicht nachgeguckt. Das würde mich nämlich interessieren, weil ich habe so viele Updates gehabt, dass ich es gar nicht mehr weiß. Ist das schon so alt? Ich wundere mich, dass du das schon so lange. Story ist echt komplett fertig schon. Nice. Okay, super. Ja, geil. Okay, cool. So. Dann würde ich gern einmal bauen. Wie komme ich denn hier in diesen Baumodus rein? Wahrscheinlich auch wieder mit I und herstellen. Und da kannst du dir dann die eine Graswand und den ganzen Kram kannst du alles bauen. Kiesel. So, ich habe schon mal den Grill aufgebaut. Hier kannst du schon mal was dranhängen. Ich hänge dir sogar schon mal was dran. Geil. Oh, süß. So, also. Und hier ist auch Wasser. Schau mal, Gnu, irgendwo hier. Scheiße, wo war das denn?
So ein Wassertropfen, ja, meinst du? Hier ist ein Wassertropfen, den kannst du gerne schon haben. Oh, das ist aber lieb. Schon was. Weil du brauchst wahrscheinlich auch was, oder? Ja. Gut. Herrlich. Jetzt brauchen wir beide Essen auch. Genau, und bauen. Weißt du schon, wie das funktioniert? I und dann halt gucken, was du brauchst. Und dann kannst du es einfach hinstellen. Ah. Also du hast einen Bauplan, den kannst du platzieren. Okay, nice. Herstellen, Graswand. Okay. Hey, und du kannst dir gerne auch hier so ein Käferfleisch gleich nehmen, wenn es fertig ist. Ein Käferfleisch? Just like a fruit pounder. Ah, gut, gut, gut. Ja, du machst das ja gleich angenehm richtig hier. Anständige, eine große anständige Hütte. Hütte. Ja, nicht schlecht. So, jetzt brauchen wir nur noch eine Tür, ne? Eine Grastür. Oh, da brauchen wir aber Unkrautstängel. Unkrautstängel? Ja. Sind es diese kleineren? Pflanzenfaser? Nee, das ist nicht. Sprössling auch nicht. Unkraut. Okay, und dann müssen wir das da quasi hinbasteln. Easy. Genau, müssen später wahrscheinlich eh verstärken, weil später kommen ja auch Tiere, die uns das wieder kaputt machen. So. Ja, ja, es ist ja eh nur die erste Hütte, ne? Ja, ja. Ich glaube, du kannst hier mal diesen Braten runternehmen, sonst verbrennt der, glaube ich. Das sieht aus wie so eine Jakobsmuschel. Ja, ne? Irgendwie ganz geil. Einfach so, sie sieht richtig lecker aus irgendwie. Ja. Da habe ich eigentlich richtig Bock. So, wir brauchen die Axt. Die haben wir ja für Unkraut. Wo kriege ich die denn her, die Unkrautstängel? Ja, gesehen habe ich sie auch noch nicht bisher. Nämlich eine Tür bauen. Wenn es doch nur so einfach gehen wird, ne? Heutzutage kann man sich das nimmer leisten. Das ist wahr, ne? Einfach so Immobilien. Nee, vergiss es. Die mysteriöse Maschine. Ich weiß, dass man da irgendwas... irgendwie... Muss da, glaube ich, unten rein, oder? Ja, aber unten war ich schon, aber da ist nicht viel eigentlich. Ich komme gleich mal mit. Oh, ich habe eine Kassette gefunden. Like Kaminsky, like Schmechter, like all of Ominent. I am here in the backyard. Down in the backyard. I mean, I am speaking to you from the backyard. Löwenzahn ist Unkraut. Ah. I should gather my thoughts. Ja, da. This is a momentous occasion. Wintoli official law. Ist das nicht einfach nur trockenes Gras? Doch. Ich hab's. Ich komm mal rum, ich will mir das mal angucken, wie das aussieht. Oh, sorry. Eigentlich ist es das, was wir einsammeln. Ja, sicher, dass das das Richtige ist? Nee. Die Dinger, ey, die hören sich eigentlich bei Minecraft. Ein paar Ameisen würden wirklich so machen. Wie sehen denn diese Stängel aus? Oder das hier vielleicht? Löwenzahn oder Pusteblume? Jetzt mal kommen. Ja, hab ich doch gemacht. Ja, Löwenzahn oder Pusteblumi? Pusteblüm. Ich gehe mal kurz analysieren. Ja, genau, mach du das mal. Dieser Satz. Ich gehe mal kurz analysieren, ne? Ich analysiere mal kurz mein Leben. Das ist eine komische Maschine. Ich guck mir die nochmal an. Oh, der Arme. Dein Arm floh getötet. Ja. Ja, also. Du wirst überleben, also komm. Ich analysier den mal. Von den Ameisen muss man sich, glaube ich, noch relativ fernhalten, oder? Die sind wahrscheinlich noch zu stark. Ja. Ist richtig pervers. Du kannst dir aus den Armen kleinen Flöhen Schuhe machen. Also ein riesen dicker Stängel, sagen die Leute, ne? Damit kennen die sich aus.
Also ich habe hier Klee, aber das ist wahrscheinlich auch nicht das, was wir suchen. Wir suchen ja Löwenzahn. Ja, ne? Wir suchen einen Riesenstängel. Noch keinen gesehen. Ich will aber jetzt noch eine Tür machen, bevor wir schlafen gehen. Leute, wo hat's den? Ich weiß gerade gar nicht, wie der aussehen soll. Ach, das hier wahrscheinlich, oder? Das ist doch nur, das verstehe ich unter einem riesen dicken Stängel. Trockenes Gras. Da hinten wurde mir irgendwas angezeigt. Was ist denn das? Ah, ein Klee. Wieso wird mir das angezeigt? Brauchen wir das? Nee, ich weiß auch nicht. Ich dachte, du hast dir das anzeigen lassen und bin jetzt auch nur hinterhergelaufen, aber... Nee, tatsächlich. Ach, nee, haben wir genug eigentlich. Okay, warum zeigen die uns das gerade alles an? Hä? Siehst du das? Ich glaube, wir haben gerade irgendwas... Ja, ich sehe es auch. Ich habe das Gefühl, irgendwie haben wir was gedrückt oder so. Weird. Stell dir mal vor, du musst dein Leben lang Angst haben, dass irgendjemand auf dein Haus tritt. Können wir ja, eigentlich... Stell dir mal vor, ich meine, das ist ja eine normale Wiese, das heißt, da gibt es auch mal ein Rasenmäher oder, ne, also du kannst eigentlich nie in Ruhe leben. Nee, immer Panik, ätzend. Immer überleben. Können wir eigentlich auch irgendwie unser Haus so ein Zeichen geben, dass wir das immer finden? So, ich habe jetzt so einen Löwenzahn gefunden. Jetzt gucken wir mal, ob da was rauskommt. Oh, das... Ja, ich hab's. Okay. Cool. Ah, got it. Wo bist denn du? Ich stehe auf einem großen Baseball. Okay, weißt du, wie wir zurückkommen? Es wird dunkel, ich hab Angst. Oh shit, um ehrlich zu sein, nee. Ich hab gehofft, du kennst den Weg. Oh, die Ameisen laufen mir hinterher. Es gibt eine Karte M. Ah, gut. Ich hab's. Die Ameisen laufen hinterher, da krieg ich Schnappatmung, wenn es dunkel wird, mit Menschen hinterherlaufen. So. Okay. Ich habe alles, was ich brauche. Ich bin glücklich. Oh, süß, ein Floh! So, dann analysieren. Ich muss gleich mal wieder ein bisschen analysieren, genau. Machst du schon? Raw Science. So, den Stängel. Let's go. Boah. Ihr könnt stabile Tür bauen, Simon. Alter. Nicht schlecht. Kommst du hier richtig mit? Okay, ich kann hier auch nochmal was analysieren. Simon, ich finde es immer noch so verrückt, dass wir zusammen spielen. Ich habe ja auch, weil ich glaube, manche, ich dir habe es ja schon erzählt, aber vielen anderen noch nicht, dass ich ja in der zweiten Klasse damals gesagt habe, ich möchte mal unbedingt mit Simon zusammen arbeiten und Gaming-Moderatorin werden. Und jetzt sitzen wir hier und spielen. Das ist für mich immer noch so komisch. Also es ist richtig cool. Ich finde es total nett, dass du mich gefragt hast. Also ich freue mich immer, wenn mich jemand irgendwie einlädt für irgendwas. Natürlich, Simon. Viel zu selten. Ja, mittlerweile bin ich ja gefühlt auch angekommen in dieser Streamer-Umgebung und so, aber ich habe noch nicht so viel mit den Leuten gemacht. Dann lass uns das doch ändern. Ja, sind wir ja dabei. Ne? Ich meine, du hast mir auch schon Keys und Co. und so andere Leute vorgestellt. Das läuft ja langsam. Ich connecte Leute immer gerne. Das machst du auch gut. Ja, das ist aber... auch ein Skill. Ich zwing die Leute einfach. Okay. So, warum funktioniert das jetzt nicht? Moment. Oh. So, was brauche ich denn da jetzt? Ah, okay, nice. Ja, wir haben eine Tür, Simon! Das ist toll. Da komme ich in unsere Hütte und alles ist fertig. Ja. Sehr gut. So, baue ein offenes Zelt. Wir haben schon was ganz anderes gebaut, was viel geiler ist. Ja, etwas Besseres, ne? aber was wäre wo? Ich glaube, die Zelte sind zum Schlafen. Ich glaube, da kann man irgendwie speichern und pennen. Ah, okay. Ein offenes Zelt. Ah, stimmt, da war ja was. Aber soll man die dann in der Hütte bauen? Also. Zelt? Ja, oder? Würde ich schon sagen. Ja, oder? Ich meine, dafür ist ja da. Okay, cool. Wo findest du das Zelt? Respawn-Punkt setzen, das ist auch gut. Ah, nice, kann ich jetzt hier speichern? Ich glaube, du brauchst ein eigenes. Jeder braucht ein eigenes Zelt. Wo hast du das gebaut, wenn ich auf B gehe? Wenn du also B drückst, dann ist, glaube ich, irgendwo rechts, da ist ja dieses Uhrwerk und da kannst du, glaube ich, auf 3 Uhr oder so findest du es. Aber du findest es auch bei Herstellen, unter Schlafen. Ich kann auch, komm, ich kann auch eins bauen. Warte, ich gucke. Ah, ich hab's. Ja, machst du? Okay. Ja.
Nice. Da räume ich mal ein bisschen die Bausubstanz auf, die hier überall noch rumliegt. Schlafen. Sollen wir schlafen? Noch also nicht, wenn oder? Wir schlafen, so schlafen, dass wir tagsüber aufstehen, ja. Weil nachts ist es zu gefährlich. Ja, nö, dann noch nicht. Ja, wir können das Zelt uns auch teilen, aber ist egal. Simon will noch nicht mit mir in ein Zelt schlafen. Das verstehe ich schon, Simon. Ich verstehe, dass dir das noch so intim ist. So gut kennen wir uns dann auch wieder nicht. Hey, ja, Girl, das muss ich sagen. Das ist wahr. Okay, interessant. Hast du den Respawn-Ort auch quasi dahingesetzt? Ah, das ist ein guter Punkt. Das solltest du noch machen. Ja. So. Ich habe die ganze Zeit, finde ich, hier so Honig und so. Das ist eigentlich auch ganz geil. Kann man das bestimmt auch... Läuse-Honigtau liegt hier überall rum. Wie hast du den da hingestellt? Ah, Respawn setzen. So, jetzt. Okay, sehr gut. Guter Punkt. Du kannst dir eine Laus hier essen. Die habe ich mir gerade vom Kopf geholt. Den Läusebraten? Falls du Bock hast. Ja, geil. Ja, immer. Ey, man muss hier wirklich die ganze Zeit futtern. Vorsicht, Ameise, sonst gibt's Ärger. Ich guck mal, okay, noch was zum Tropfen. Weil dann können wir eine Werkbank herstellen. Ist das ein Vorteil? Ey, alles müssen wir einmal bauen. Glaube ich schon. Also. Okay. Ich weiß nicht, was man auf der Werkbank machen kann, aber die wird sicher helfen. So, dann lass mich mal gucken. Fackel. Oh, grobes Seil braucht man für eine Fackel. Also das lohnt sich auch. Genau, das kann ich auch kurz herstellen, wenn du magst sonst. Ich guck mal ganz kurz die Werkbank. Fackeln mache ich gerade schon. Soll ich auch eine für dich machen? Ja. Wo magst du nur die Werkbank haben? Vorm Haus, oder? Ja, lass alles zusammen irgendwie. Auf alles in einer. Simon, so. Wir kommen echt schnell rein. Ich bin stolz auf uns. Ja, ich auch. Wie kann ich dir die Fackel jetzt geben? Wie kann man was wegwerfen? Ah, Moment. Werfen. Ah! Nee, das ist meine Axt. Weiß jemand im Chat, wie man was geben kann? Zur Not musst du es dir vielleicht dann doch selbst bauen. So, ich gucke gerade auch wegen Vorratskisten. Das wäre, glaube ich, auch was wir auf jeden Fall später noch brauchen. Ist echt praktisch mit diesem Menü. Rechtsklick ist fallen lassen, laut. Nee, aktuell nicht. Funktioniert bei mir noch nicht. Guck mal kurz. Nee. G? G geht ja, auch vielleicht. Nicht. Ja, da musst du dir vielleicht doch eine bauen. Brauchst halt zwei Seile und dann ein bisschen Kleinkram. Okay. Inventar und aus dem Inventar ziehen. Okay, Moment, jetzt habe ich es, glaube ich, hingekriegt. Moment, die Fackel. Und fallen lassen. Ah, Z. Ah. Ja. Liegt sie? Hast du? Ja, da liegt sie. Vor dem Herd. Ah, da. Nice. Dankeschön. Geilo. Können wir schon eine Kiste oder sowas bauen? Ich gucke sonst mal, ob ich noch was analysieren kann. Weil die Kiste hätte ich schon noch gerne. Die brauchen wir später, eine Vorratskiste. Und ich nehme mal kurz meine Fackel, dann ist hier ein bisschen heller. So. Wir können uns natürlich auch gern mal ausrüsten mit, also mit einer Rüstung. Es gibt genau. Ja auch so Helme und den ganzen Kram. Schon nicht unwichtig, glaube ich. Ja. Guter Punkt. Das haben wir schon alles analysiert. Super. Dann lass mal Rüstung machen. Das ist eine gute Idee. Was sollen wir denn alles an Rüstung uns herstellen? Auf jeden Fall eine Augenklappe oder eine Gasmaske? Ja, ich habe so eine Kleehaube. Und ah ja, das mache ich auch. Poncho. Und dann gäbe es natürlich auch die Läuselatschen und Kleebeinschienen. Also Seil, ja, die rohes Läusefleisch, Milbenpelz muss man erstmal finden, aber Kleeblätter und Seile braucht man. Okay. Ich gehe auch mal gerade nochmal auf die Jagd. Ja. Komm mit. Kleeblätter, Lies. Dann gehen wir mal kurz hier drauf. Genau, wir haben auch hier eine Werkbank. Was ist da jetzt der Unterschied? Ich brauche die ja eigentlich gar nicht. Oder ich kann doch sowieso... Ich weiß es nicht. Cool. Ich kann da irgendwas Komplizierteres gebaut werden oder... Du musst sie haben, um irgendwas produzieren zu können oder so. Kieselspeer. Wir haben auch noch, sollten wir vielleicht nicht erstmal alle unsere Waffen machen, weil wir haben noch nicht mal einen Kieselhammer und sowas. Oder zum Beispiel Kieselspeer haben wir auch nicht. Ein paar schon habe ich gemacht, aber ja, du hast recht. Eigentlich sollte man. Nee, aber wir sollten schon alles einmal haben, ja. Finde okay. Ich auch. Dann suche ich mal noch ein paar Kiesel. Wo waren die denn? Die liegen einfach rum, die oder? Die liegen überall rum, genau.
Da. Dann mache ich mir das, weil damit kann man ja auch wieder Sachen abbauen. Also schöner Spielfluss. Es macht Spaß, geht schnell. Brauchst nicht so ewig. Ja, ja, genau. Es ist nicht so ein Grind, bis ja, man ja. irgendwie alles hat. Du kannst einfach direkt anfangen, loslegen, ja. Boah, Green Hell, ey. Das habe ich so oft versucht. Das war... Ja, ich bin auch nur noch verreckt und irgendwie ständig vergiftet oder irgendwas. Ah, das war immer irgendwas. Das war übel. Kieselachs. Ja, also sowas kannst du gut mit Nils spielen, weil der Nils ist so ein Perfektionist, was das angeht, dass der dann die ganze Gruppe trägt. Echt? Ja, aber also der liebt halt sowas. Der ist mega der Aufbaufan. No. Aber es ist mir oft dann immer zu langweilig. Also so dieses reine Aufbauen und immer grinden und so wird man dann irgendwie schnell langweilig. Ich habe gerne ein bisschen Action noch zwischendurch. Ja, und vor allem auch was, wo man irgendwie so ein bisschen rewarded wird. Ja. So, wieso kann ich das jetzt hier nicht herstellen? Muss ich das alles hier machen auf der Werkbank? Oh, es tut mir so leid, wenn ich einen von diesen kleinen Rüsselkäfern immer töte. Ja, weil die schreien gerade voll arm. Ich höre das schon. Ja, genau, und die flüchten und die wollen auch nur überleben. Aber es ist ein hartes Leben. Stirb! Ja, irgendwie schon. Lieber du als ich. Genau, gute Einstellung. Okay. So, ich ziehe mich jetzt schon mal an. Machen wir noch gleich den Poncho. Für den brauche ich was? Klee und Seil. Ja, nicht schlecht. So, auch mal gerade gucken. So, und dann brauche ich noch Klee. Where's the Klee? Und ich brauche was zu trinken bald. Ah, Herstellungsanforderung Werkbank. Ja, dann brauchen wir die tatsächlich. Ja. Die Werkbank hierfür. Nice. Also diesen Läusekram habe ich noch nicht. Nee. Ich brauche noch ein Kleeblatt. Da brauchen wir auch Fell und alles noch, weißt. Deswegen. Wir machen das schon ganz gut, ne? Wir bauen uns erstmal unsere Basis, bereiten uns vor und dann strömen wir es aus. Weil meistens macht man es so, man rennt unvorbereitet rum, stirbt, hat alles verloren. Wir machen das Schritt für Schritt. Wir gehen gut vorbereitet vor. Ja, aber ich kenne das genauso. So mal, den Fehler mache ich eigentlich immer. Ja. Hast ja dann schon Bekanntschaft mit den Spinnen gemacht, oder? Ja, das war aber auch echt furchtbar. Also richtig schlimm. Hast du Angst vor Spinnen? Richtig schlimm. Also ja, also ich meine, es ist halt so, also es ist triggert einfach irgendwas bei mir und die werden ja auch in Spielen immer realistischer und das ist einfach irgendwie reicht es mir. Das ist cute. Findest du das gar nicht schlimm, wenn du die hier siehst? Also so. Nee. Alter, das kann ich nicht verstehen. Das ist bei mir so eine wirkliche Urangst. Echt? Aber die sind ja nur, also ich denke mir, die sind ja nur jetzt im Spiel hier. Die sind ja nicht in echt da. Ja, aber es ist diese Beine und die kommen ja trotzdem auf dich zu und du bist so klein und hilflos. Oh. Ich finde, die Krise kriege ich, wenn ich mir jetzt überlege, dass ich eine Vogelspinne am Hals habe. Da kriege ich die Krise. Aber ansonsten, also im echten Leben. Erst da. Da fängt es erst an, oder was? Da fängt es an. Aber davor, dafür bin ich voll hysterisch bei Bienen und Wespen, weil mir jedes Mal gesagt worden ist, die machen nichts. Und immer wenn ich das, ich wurde dreimal von Wespen gestochen, weil mir Leute gesagt haben, nicht bewegen, die machen nichts. Und die haben immer reingestochen. Ja. Die Schweine. Ich mag sie auch nicht. Also da werde ich richtig hysterisch. Da stehe ich sogar, wenn du mit mir im Restaurant bist und ich bin draußen und eine kommt mir entgegen, spreche und spring auf. Das tut mir immer voll leid, weil es voll peinlich ist, aber da hört es auf. Man muss es machen. Finde ich schon legitim. Ich bin auch absolut kein Fan von Wespen, aber irgendwie nerven die nur, aber Angst habe ich da nicht vor. Ja. Obwohl ich als Kind natürlich ständig irgendwo in Wespen reingetreten bin. Oh Gott, ja, ich auch. So wie so ein Magnet. Sollen wir ja, mal schlafen? Weise, passiert das? Ja, sollten wir langsam mal machen. Es passiert gar nicht mehr, ne? Weil es wahrscheinlich nicht mehr so viele Wespen und alles gibt, dass man da irgendwie noch Gefahr hat, reinzutreten. Aber ich habe zum Beispiel, warte mal, ich komm dir hinterher. Ich habe die ganze Zeit, also im Real Life, Angst vor Nosferatu-Spinnen, weil da die ganze Zeit von berichtet wird. Und dann heißt es so, ja, und die kommen ja gerne jetzt rein ins Warme und so. Ja, und ja. Ich kann kein Fenster aufmachen, ohne dass ich im Moment Angst habe vor diesen komischen Viechern.
Und ich habe noch keine gesehen, aber irgendwann wird es passieren. Die sind jetzt ja bei uns, haben die sich eingesiedelt, oder? Also in Berlin soll es sie schon geben, ja. Ja, ne? Dabei sind die wahrscheinlich auch ganz lieb und wollen nichts. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Ja, aber die können einen schon wehtun, ne? Oder wie war das nochmal? Naja, die haben einen schmerzhaften Biss, ja. Oh, es ist eklig, wenn du überlegst, sie ist bei dir im Bett und beißt dich und du denkst dir, was war denn das? Oh. Ah. Nie wird das passieren, nie. Oh, schrecklich. Weil deswegen habe ich absolute Panik jedes Mal, wenn ich irgendwo ein offenes Fenster und so. Ich kann das nicht lange lassen. Ich muss es immer kontrollieren. Naja. Ja, bei uns waren auch immer ganz viel. Weißt du, was meine schlimmste Erfahrung mit einer Spinne war? Ich war in der Badewanne und oben hingen, also waren so dicke Hauswinkelspinnen. Nicht die Weberknechte, sondern wirklich die dicken Hauswinkelspinnen mit dem dicken Körper und den dicken Beinen, die relativ groß sind. Und da lag ich halt dann in der Wanne und habe halt schon vor ein paar Tagen immer die Spinne oben gesehen. Und ich habe schon gedacht, oh, ich glaube, die kann sich irgendwie nicht gut festhalten. Und habe dann meine Augen geschlossen. Und auf einmal höre ich so einen Flop neben mir und dann hat die versucht, an meiner Backe hochzuklettern, um in mein Gesicht zu kommen, nicht im Wasser zu sein, weil ich lag in der Wanne. Seitdem, das ist so eine Begegnung, wo ich sage, ich toleriere sie, aber wenn sie mir zu nahe kommen, ich bin da rausgejumpt. Ey, das war so grausig. Das war vor allem dieses, es hat voll Flop gemacht, weil die so schwer war. Ach, Simon, lass uns mal trinken. So ein bisschen übel wird mir direkt das ist, dabei. Das war übel, das muss ich schon zugeben. Das hat mich fertig gemacht, psychisch. Weil da dachte ich mir, hey, komm, was machst du? Ich hab dir vertraut und dann... Also sie hatte auch eine Todes... Ich hab sie dann auch rausgeholt noch, ne? So ehrlich war ich dann. Also wenn ich kann, bringe ich die Viecher auch nie um. Also auch eine Spinne nicht, sondern ich versuche die immer irgendwie rauszubringen. Aber es ist jedes Mal eine Überwindung. Und ich denke mir so, ich mach das nur, weil ich tierlieb bin. Aber ja. Bei Spinnen ist so die Grenze bald erreicht. Kommt auf die Größe und die Haarigkeit an. Ja, that's what he said. ich würde sagen, Simon, wir trinken und essen mal was und dann gehen wir mal ein bisschen exploren. Ich habe dir schon hier was auf den Grill wieder, weil ich habe ein Frühstück. Ja, genau. Ich brauche aber auch noch was zu trinken. Ich laufe noch mal rum. Ja, ich brauche auch noch was. Kann ich mir das denn nehmen? Oh. Das muss fertig sein und dann einfach... Achso, ist noch nicht fertig, deswegen. Okay. Ich muss gucken, wenn roh noch dabei steht, natürlich nicht, aber das geht recht schnell. Geil. Und dann war, glaube ich, die erste Aufgabe, dass wir dieses Ding hier drin irgendwie aktivieren, oder haben wir das schon gemacht? Also irgendwas müssen wir wie diese Maschine machen. Also ich meine damit die... Vielleicht meinen die auch nicht diese Maschine, sondern die anderen Maschinen, weil da sind drei andere noch um uns rum. Und ich weiß, eine davon hat, glaube ich, ein kaputtes Kabel oder so. Und irgendwo muss es ja, glaube ich, sowieso... Was macht denn hier so komische Geräusche? Irgendwo muss es ja, glaube ich, die Aufgaben geben als Quest, dass ich weiß, was ich... Hier die Aufgaben, genau. Also, die mysteriöse Maschine. Du hast eine mysteriöse Maschine im Garten entdeckt. Du hast keine Ahnung, was sie tut. Perfekte Voraussetzung, um in den Innereien dieser empfindlichen Technik herumzuwühlen und auf alle Knöpfe zu drücken. Okay, das ist also unsere Aufgabe, Simon. Ja, alle Knöpfe drücken. Okay. Oh, da ist Wasser. Das ist ja nett. Das wird einem ja angezeigt. Liegt das daran, dass wir so den Schwierigkeitsgrad umgestellt haben, dass das jetzt... Ja, das kann sein, genau. Das finde ich aber gut, weil... Ich finde es auch gut. Muss ja jetzt auch nicht komplizierter sein als nötig. Ja, willst du eigentlich auch Callisto-Protokoll spielen, oder? Ich habe es gar nicht auf dem Schirm, tatsächlich. Worum geht's denn da so? Hast du Dead Space denn gemocht? Das ist im Grunde wie Dead Space. Ach so. Das ist quasi... Also, Dead Space hat gesagt, ey, du kannst gerne meine Hausaufgaben kopieren, aber mach's nicht so offensichtlich. Ja, okay. Und es ist offensichtlich nicht... Also, man sieht's. Also er hat es offensichtlich kopiert. Ja, es ist ja einer der Entwickler von Dead Space, aber der hat jetzt halt seine eigene Marke sozusagen gegründet. Es sind auf jeden Fall einige Leute aus dem Team dabei. Naja, Hauptsache es ist gut. Also mir hat es echt gefallen, aber es kriegt auch ganz schön Schelte im Moment. Ja, warum? Weil es halt nachgemacht ist? Nee, gar nicht deshalb, sondern weil es irgendwie, also vor allen Dingen performance-technisch bei vielen nicht gut läuft. Ich glaube, daran liegt es hauptsächlich. Ich muss mir den Test nochmal durchlesen. Habe ich noch gar nicht gesehen. Ich bin gespannt, was du sagst. Halt mich auf dem Laufenden.
Also ich hatte ja schon 4 Stunden und die haben mir Bock gemacht. Es ist nur halt reine Action. Es ist ballern, ballern, ballern. Okay. Mache den Weg des Lasers frei. Ah, okay, der hier, ne? Der so wackelt. Oder, ja, oder? Ich glaube, der. Nee, den hier müssen wir auch machen. Ah, schau mal. Ah, okay, dann kannst du das Gras halten. Dann müssen wir den anderen reparieren, glaube ich. Yay. So, finde heraus, was einen der Laser schwächt. Okay. Das heißt, wir müssen, glaube ich, in die Richtung gehen. Ja, ja, das ist, also das weiß ich wirklich alles noch, weil das haben wir erst vor kurzem gemacht. Da ist so ein Stromkabel und da fressen so die Läuse, fressen das Kabel an. Ah, okay. Und ich glaube, das müssen wir verhindern. Wenn du irgendwo Wasser siehst, dann sag Bescheid. Oh, ja, warte mal, ich kann gerne mitsuchen. Ich habe eben schon komplett aufgefüllt, aber ich denke in Zukunft mehr an dich noch. No. Siehst du? Nee, hier ist nichts. Ich sehe eine Laus, die ich gerne hätte. Ey, die Läuse sind relativ schnell. Ich habe die irgendwie noch nie erwischt. Echt? Ich habe schon einen im Rucksack. Ah, hier ist das Kabel. Siehst du, hier sind auch... Ja, die müssen wir umbringen, ich sehe es, ja. So, Kollege, weg mit dir. Das sind Milben. Milben. Ganz schön frech. So, alle mal einsammeln. Kennst du Milbenkäse? Ih, nein. Ey, das ist tatsächlich Käse, der so vergammelt ist, dass da schon so ganz viele Tiere drauf sind. Also mikroskopisch klein. Aber du isst im Grunde die Tiere. Ey, ich weiß, es ist eklig. Es ist auch nicht mein Lieblingskäse. Aber es ist auch schon die Schmerzgrenze, was Käse angeht. Aber es ist schon auch nicht unlecker. Oh, ich bin, glaube ich, tot. Nein, warte mal. Ich bin außen runtergefallen. Hilfe, rette mich! Warte mal, ja, warte mal. Ich sehe dich, ja, stimmt. Ich bin runtergefallen. Aber im Prinzip schlafen wir auch mit Milben, also. Die sind alle, ja, in unseren Betten. Ne, die sind ja überall, genau. Danke. So, warte mal, ey. Du bist ganz schön frech dafür, dass du so klein bist. Der Sack. Ich glaube, wir müssen hier rein, oder? Ich habe Essen für dich. Warte mal kurz. Hier, verbrauchen. Oh. Fallen lassen. Das ist aber und nett. Mehr habe ich aber leider nicht. Das ist lieb. Wir müssen da, glaube ich, rein. Simon, ich brauche dich jetzt. Ich habe wenig Energie. Ah, Tau gibt's nur am Morgen, sagt der Chat. Ah, okay. Sehr schön. Oh. Alter. Diese kleine Drecksdinger. Okay, da geht's weiter. Milbenalarm! Oh shit! Okay, was ist das hier oben? Das kann man auch einsammeln. Oh, die kleinen garstigen Arschlöcher, gell? Ja. Aber das machen die in echt nicht, oder? Die graben nicht irgendwelche, grapschen nicht irgendwelche Kabel. Das ist eine sehr gute Frage. Machen das Milben? Das kann ich mir, dafür sind die doch viel zu klein. Naja gut, es ist ja auch kein wissenschaftliches Spiel. Wir brauchen ein Brechwerkzeug. Ja, dieses Kiesdings hier, den Kiesel. Ah, okay. Gut, muss ich mir auch mal einbauen. Ja. Kieselhammer, aber den habe ich schon. Okay, Vorsicht. Oh, wir haben was. Wie kann man sich denn anziehen? Also wo kann ich... Auf Inventar. Ah, okay. Und dann auf der rechten Seite. Da wiggelt was im Boden. Oh. Meine Fackel ist aus. Ich brauch dich, meine Fackel ist leer. Ach so, Entschuldigung. Kann ich mir, warte mal, ich guck mal, ob ich mir eine neue machen kann. Tatsächlich ist meine Fackel auch aus jetzt. Ja, warte, ich guck mal kurz. Ich kann mir noch eine herstellen. Ja, ich mache mir auch eine. Geht ja ganz einfach, ne? Oh ne, kann ich doch nicht. Ich brauche noch Saft. Warte, ich kann dir aber auch eine geben. Ich habe irgendwie mehrere. Moment, Inventar, Fackel, fallen lassen. Yay, danke. Und ich brauche danach unbedingt was zu trinken. Ja, lass uns doch erstmal was zu trinken für dich suchen. Oder haben wir hier alles? Ich meine, eigentlich müssen wir doch nur die Viecher, glaube ich, erledigen, ne? Ja. Dann lass, ich glaube, das war's. Wir können schon wieder zurückgehen. Der Point ist ja neu geplaced, wo wir hin müssen. Ich würde jetzt nur gucken, dass ich schnell was zu trinken bekomme. Mir geht's nicht gut. Also ist ja nicht schlimm, wenn du verdursten solltest, startest du ja direkt wieder im Zelt, aber... Genau. Wie im echten Leben halt. Ja.
Ach, wie häufig habe ich mir schon im Leben schon gedacht, dass Speichern so eine richtig geile ja, Nummer wäre. Ja, das wäre echt geil. So kurz mal vorm Schluss machen, speicherst du mal und guckst, wie es nach einem Jahr ist, sonst lädst du neu. Genau. Hast du, kennst du, also Rick and Morty kennst du ja wahrscheinlich. Die ja. haben ja auch eine Folge. Die haben ja. auch eine Folge, wo er so eine Speicher, das ist so geil. Boah, das wäre... Gerade so, ich glaube, wie viele Eltern, wenn sie Kinder bekommen haben und sagen, okay, wir speichern und laden nochmal neu. Das müssen wir anders machen. Das müssen ja. wir anders machen. Boah, das wär echt krass. Das wäre das ganze Leben komplett anders. Wenn man das könnte. Aber ich finde, man lernt am meisten lernt man aus Fehlern im Leben. Ach stimmt, aber wenn du speicherst, kannst du ja die Fehler lernen und trotzdem. Wenn begehen. Du dein Gedächtnis danach nicht verlierst, dann ja. Ja, okay. Das ist so ein bisschen der Punkt, glaube ich. Da müsste man noch mal genauer diskutieren, was die Regeln sind. Die Regeln. Hast du denn was zu trinken gefunden? Ja, ich habe was gefunden. Geil. Okay. Oh yeah, schlürf. Nice. Untersuche die Maschine weiter. Ja, dann drücke ich mal auf den Buttons rum. Ja. Target und Activate gibt's hier. Push the button. Na, ja, will aber nicht. Doch. Musst einfach jetzt. Nur E drücken. Ach so, E. Ich habe auch vorhin draufgeschlagen. Warum stört es niemanden, dass hier irgendwas explodiert? Ich glaube, hier wohnt einfach keiner mehr. Die sind alle verkleinert. Ich meine, der Wissenschaftler ist ja offensichtlich seine Bude hier. Ja, stimmt. Der ist ja als erster verschwunden. Stimmt. Ich hau noch mal eine Laus auf den Grill. Dieser Satz. Und ich werde mal... Man sollte auf jeden Fall... Hm? Ja. Ich wollte nur sagen, man sollte auch ein bisschen was noch mitnehmen, ne? Ja. Wenn wir jetzt gleich unsere erste Expedition ja, machen. Wasser ist gut auffüllen und dann, ich gucke nochmal ein bisschen, dass wir noch was analysieren. Und dann... Stimmt, haben wir gar nicht mehr gemacht. Einen Faserverband können wir herstellen. Dafür brauchen wir... Oh, eine Trinkflasche, guck mal. Dafür brauchen wir aber noch Maden. Ja, genau, für die Trinkflasche brauchen wir irgendwas noch. So, dann analysiere ich mal. So, was gibt's denn hier noch? Oh, wir haben Milbenpelz. Geil. Pfeil, Milbenhut. Das ist pervers. Okay. Dann würde ich... Haben wir irgendwie eine Vorratskiste, die wir bauen können? Nee, oder? Skill haben wir noch nicht. Nee, glaube nicht. Ich muss mir ja auch gerade mal meine ganzen Ausrüstungsteile holen. Roter Helm. Ameisenhelm. Also, ich hätte gerne... Ah, ne, der ist irgendwie besser. Ja. Aber wir haben noch keine Ameise gekillt. Nee. Und ich hätte gerne noch eigentlich einen Verband. Weil ich glaube, jetzt können wir gleich verletzt werden. Das heißt, ich gucke mal kurz nach Saft. Und dann vielleicht nochmal essen und trinken. Und dann let's go, oder? Ja, ja. Ja, das ist gut. Dann suche ich mal nach Saft. Die Fackel kann weg. Was ist das? Ahn und Stein. Raw. Hast du zufällig zweimal rohes Läusefleisch? Nee, roh leider nicht. Wolltest du die Schuhe machen? Ja, ja, genau. Aber die Pantoffels. So, wo finde ich denn nochmal? Das ist richtig Fashion hier. Milbenhut. Die haben auf jeden Fall sich direkt... einen guten Style geholt. Ja, vor allem, wenn es diese süßen Läusepantoffeln in echt geben würde, würde ich die sogar anziehen, also halt so aus Stoff. Weil die sehen ja, so süß ich aus. Als Merch oder so könnte man die echt machen. Ne? Ja, das wäre echt cute. So, ich habe schon mal eine. Totgeschlagen. Die schreien auch so arm, ne? Ja, wie gesagt, die sehen einen, erschrecken, flüchten und dann zermatscht man sie. Das ist einfach nicht gut. Das ist voll arm. Aber Schläbisch kein Ponyhof, gell? Boah, ich bin gerade auf dem Milben Tower hier. Verdammt, ich brauchte nur Saft. Warte mal.
Ach, die roten, die wir da, die kann man gar nicht. Milben Pelz habe ich. Aber diese kleinen roten oder machst du die Rüsselkäfer? Welche machst du? Ich bin gerade in Milbentown, leider. Irgendwie. Ach so, also da, okay. Oh shit. Worüber das ist? Komm nicht her, das ist ganz schrecklich hier. Nee, okay, das. Ich kann auch ohne. So, untersuche die Explosion an der Eiche. Die große Eiche. Ah, ja, ja. Ich hab's gehört. Bist du sicher, dass du in Grounded bist? Okay, ja, ganz nice. Also ich bin bereit. Wir müssten vielleicht noch... Oh, was war das? Also ich finde keinen Saft. Bald. Weiß jemand, wo man den findet? Ah, hier, ich hab einen. Kann ich das abbauen? Nee, dafür brauche ich wahrscheinlich. Schade. Dafür muss meine Brechwerkzeug besser sein. Aber ich hab ein bisschen. Ah, ich hab viel Saft gefunden. Geil. Ich kann dir dann auch ein Verband machen. Oh fuck. Sorry. Gut. Okay, ich komme. Ah, verschwindet ja, alle. Ja, sag, wenn du irgendwie Hilfe brauchst. Ansonsten bin ich hier und mach grad alles noch ready. Ja, ich sammle grad nur ganz viel Saft ein. Yes, habe ich viel Saft gefunden. Yeet. Ich komme zurück. Da ist auch ein Wassertropfen, den ziehe ich mir auch gleich noch. Hm, cool. Nee, ich habe keinen mehr gesehen. Wassertropfen? Ja, ich schaue schon die ganze Zeit, aber... Ich habe einen. Ich habe noch einen für dich, wenn du magst. Dann musst du aber zu mir kommen. Siehst du mich? Ja, ich komme. So, der liegt hier auf dem Boden jetzt da. So. Komm schon, Simon, gönn dir deinen Tropfen Wasser. Es ist, du bist ganz schön. Ich bin weit in den Dschungel. Ich bin weit in den Jungle gerannt. Ach, Nadine ist da. Hallo. Wow. Ja. So, hau weiter drauf. Der Hammer langt. Nein! Verdammt, echt, der Hammer hat gelangt. Oh Mann! Geil. Sollen wir nochmal zurückgehen, Simon, ja, und mutig sein? Ich bin jetzt nochmal mutig. Ja, lass machen. Ich bin hinter dir. Guck mal, jetzt ganz viel Saft. Den sammeln wir jetzt ein, weil mit dem Saft können wir ganz viel Verbänder machen. Du musst halt einfach nur rennen. Weil die sind ganz viele Asses am Arsch. Oh ja, ich seh's. Ah, aber ist okay, wir haben genug. Lass uns abhauen. Bin runtergefallen. Okay, oh, cool. Ich hab nämlich ganz viel jetzt. Bin draußen. Okay, geil. Und dann gibt's noch ein paar Milben auf dem Grill und dann... Verdammt, wo ist die hin? Ameisen, kann man die auch braten? Wir haben noch keine Ameise gekillt, ne? Ich glaube, ja. Aber die sind schon auch, also die greifen schon zurück an. Oh, da ist eine Spinne. Ah, nee, weg bitte. Simon, ich finde unser Zuhause nicht mehr. Du kannst ja mit M auf die Karte gehen. Und dann kannst du da nochmal genauer gucken. Ich habe mich nämlich auch verlaufen. Kann ich hier auch einen Wegpunkt platzieren? Okay, ich muss mehr in die Richtung hier, okay. Oder? Wegpunkt platzieren, ja, okay. Mit R. Ja. Ich lauf nach Hause, Simon. Was leuchtet denn da hinten? Ach, das ist wieder unsere Base, nice. I'm back! Ich hätte trotzdem noch gern eine Vorratskiste. Ja, stimmt. Das sollte man vielleicht machen, ne? Die kann man ja wahrscheinlich noch bauen. Ich gucke mal, weil... Was kann das schon sein? Ein bisschen wahrscheinlich auch Gras und vielleicht ein bisschen so Klebekram. Ja. Habe ich auf jeden ich Fall. Ich lege dir auch was auf Grill. Ach, das ist so nett. Du bist so fürsorglich. Du kriegst zwei, siehst du? Ich wäre eine gute Mutter. Für einen Tag. Ja, aber ich auch gesagt, und dann würde ich speichern und das Spiel neu laden. Ja, genau. Das reicht jetzt auch. Genug, ja. Mutter. Verschwindet. Ja, da kommt der extra. Kommt der in die Bude. Ja, dann kommst du eben auf den Grill. Hey, das war meine Schwester. Tut mir leid. Okay, hast du schon eine Kiste gebaut oder soll ich auch nochmal gucken? Guck gern mal, ich will noch ein paar Sachen analysieren. Ach, ist gar nichts mehr. Nichts zu analysieren? Ernsthaft? Okay,
Dann mache ich mal ein paar Verbändis. Wir sollen ja Verbänder machen. Vorratskorb, okay, ja. Ich gebe dir auch mal zwei von den Verbändern. Ach, du hast schon welche gemacht? Aber ich habe auch ein paar schon gemacht. Ah, super. Ach, Simon, du wirst so schnell erwachsen. Ja. Haben wir überhaupt schon eine Kiste? Nee, gell? Ich mache einen Vorratskorb. Ich weiß nicht, ob das wirklich das Ding ist. Ah, nice, doch, haben wir. Ja, perfekt. Ist, oder können wir da Essen reinpacken, oder? Oh, nice. Cool. Da können wir mal alles reinpacken, weil da würde ich sagen, gehen wir nochmal schlafen und dann let's go. Ich würde, glaube ich, auch nicht alles wegpacken, weil so ein paar Sachen braucht man auch immer unterwegs. Nee, auf jeden Fall, aber genau. Was ist das? Läusehonighaut. Ii. So. Ja, ja, gefällt, gefällt. Ich gucke mal, ob ich mir noch irgendwas an Waffen herstellen kann. Hier, den Stachelsprössling hätte ich gern. Wir haben zwar den Kieselspeer. Wir brauchen auch noch diese Eichelschaufel. Steht da. Okay, ja. Und ja, wir sind schon echt gut dabei. Was ist ein Schleimpilzfackel? Hört sich so eklig an. Sie leiden an einem Schleimpilzfackel. Ja, ist eine gute Frage. Ich weiß auch nicht genau, was das sein soll. Kann ich schlafen bis 20:03? Okay. Ich kann nicht schlafen, es ist erst 20:03. Dann gucke ich nochmal. Ich wäre bereit. Aber da oben ist eine Fliege. Wenn wir die töten, kommst du mal her. Ja. Also, die Fliege soll herkommen. Kannst du mich mal mit Scheiße einreiben? Das habe ich schon. Ich sitze hier. Oh, sie ist tot! Ah. Oh nein! Ja, aber wolltest du das nicht? Ich hab sie. Ah, gut. Nee. Sie hat voll gemacht. Sehr gut. Weil durch das Fliegenpelz können wir ja auch notfalls Pfeile machen. Das heißt, schau die einfach nicht an und dann hau zu mit dem Hammer. Okay, sehr interessant. Okay. Fliegenpelz. Oh, da hinten ist ein fetter Marienkäfer. So cool, wie das Gras immer sich so oben bewegt, ne, wo du weißt, da kommt was ganz Schreckliches auf uns zu. Eine Saftleuchte. Ah, es gibt schon lustige Sachen. Du Saftleuchte! Ja. So, let me looky looky. Vorrat, dann können wir auch wieder unser Gras hier reinpacken. Ach, hier hast du es schön. Alles mit Liebe machen wir hier. Bin ich verletzt oder warum kann ich das verwenden hier? Packe ich das mal hier runter. Ah ja, tatsächlich. Was ist eigentlich genau, was ist denn mit Pflanzenbrei? Sowas bringt dann auch, also ist das zum Essen wahrscheinlich, ne? Ja, glaub schon. Oh, wir haben Sachen noch nicht analysiert. Krass. Echt? Also bei dem Brei zum Beispiel haben wir noch nicht. Ich gehe mal kurz. Ja. Analysiere das mal. Da oben ist der Rabe, ne? Dass der uns nichts macht. Der würde uns doch eigentlich in echtem Leben sofort fressen. Aber ist ja wahrscheinlich zu klein. Ja, wahrscheinlich. Aber der kommt auch schon noch. Echt? Der wird schon noch kommen. Weiß ich nicht, aber ich denke schon. Wo schreit denn hier schon wieder irgendwas? Kann ich da rein? Und dann können wir schlafen und dann gehen wir weiter, oder? Ja, mach kurz zwei Analyse noch und dann komme ich zurück und dann können wir pennen. Das ist Science. Pure Wissenschaft. Ein Faserverband. Ein Faserverband. Hier passt es eigentlich gut. Dann gehe ich jetzt mal schlafen. Jetzt ist ja, glaube ich, auch die Zeit. Ja, wird auch. Ja, wird auf jeden Fall dunkel. Ja, gleich kann ich erst schlafen. Ich kann gleich schlafen gehen. Ja, wie die eigentlich immer anschreien, die Schweine, ne? So richtig provokativ hier. Oh, Saft. So, dann gehe ich auch mal pennen. Ich glaube, du kannst auch noch nicht. Kann ich schlafen bis 20:30? Okay. Ja. Die machen es uns nicht leicht. Ich guck gerade, ob ich hier noch ein paar Sachen finde.
Da hinten leuchten Steine. Kann man... Oh, Fliegen braten. Hast du den analysiert? Weiß ich nicht. Ich habe irgendwas analysiert eben, aber nicht den. Hier sind Spinnennetze. Ah! Okay, ich komme, sorry. Ja, komm zurück. Okay. Siehst du, das ist ja genau der Scheiß. Oh Gott, ich hoffe, ich bringe die jetzt nicht mit. Oh Gott, ich hoffe, ich bringe die jetzt nicht mit. Ich leg mich ins Bett. Simon! Nee. Oh ja, ich sehe irgendwelche fiesen roten Augen hinter dir. Simon, ich gehe rein, aber hier kommen die nicht rein. Ja, gut. Oh Gott, ey. Nee, du Schwein. Simon, ich hoffe, die entdeckt jetzt nicht unser Lager. Okay, lass mal schlafen gehen, schnell. Alles gut. Oh Gott, ey, da kamen die auf einmal auf mich zu. Echt, den Spinnennetz? Oh ja, der Chat sagt, wir sollten noch ein paar Fackeln bauen. Das ist vielleicht auch eine gute Idee, ja, ne? Weil kann schon schnell nervig herstellen. Okay, gar kein Problem. So. Fackeln habe ich noch. Ich habe noch genug für uns. Passt. Okay. Dann lass mal trinken, essen und dann gehen wir los. Gut, haben wir denn, na gut, hast du denn so ein Speer? Weil das ist schon eigentlich eine ganz okaye Waffe. Wie kann ich dir Sachen rausdroppen? Ein Speer habe ich, ja. Wie kann ich dir Sachen rausdroppen? Ich will dir gerne eine Laus geben. Inventory und dann Rechtsklick. Also da. Anders weiß ich es auch aktuell nicht. Ja? Boden. Nein, danke. Oh, jetzt haben wir wieder Hunger. Oh, es geht wirklich, hört nie auf, ne? Immer Hunger und Durst. Ja, wie im echten Leben. Jetzt auf dem Weg zur Eiche können wir ja... Ach, hier ist zum Beispiel Wasser. Hier, zwei Wassertropfen direkt vor mir. Oh, nice. Das ist doch ganz geil. Können wir beide nehmen, ja. Perfekt. Ich schmeiß kurz die Laus runter und leg die direkt auf den Grill. Bam. Und hier ist irgendwas... Was ist denn das? Oh. Oh. Nice. Wo ist denn jetzt die dumme Laus? Habt ihr doch runtergeschmissen. Schwein. So, wo ist der Tropfen? Hier, oh, nice, ist der Tropfen hier vorne. Cool. Ich hab den Wegpunkt markiert. Dann lass uns mal aufbrechen. Was ist die nächste Aufgabe? Ich guck mal kurz Aufgaben. Explosion. Es gab eine heftige Explosion, ja, in der Nähe der Eiche. Genau. Also da, wo der Rabe ist eigentlich, oder? Ja, also der große Baum gibt ja nur einen, da müssen wir einfach hin. Ah, okay, also hier lang. Da, oder? Ja, genau, du läufst schon richtig. Du, ganz kurz, ich will nur ganz kurz, weil hier ist noch ein Wassertropfen, den will ich kurz noch holen. Ah ja, schlürf ruhig. Da oben sind auch noch zwei, die ziehe ich mir auch direkt rein. Okay, irgendwie klappt das nicht. Hier hat es noch einen, Simon, guck mal. Jetzt sogar noch einen für dich. Zwei. Hast du den? Da ist einer. Ah, hier, ich sehe es. Ja, das ist ja krass. Das ist ja richtig viel. Okay. So, dann sind wir doch gut prepared. Keine Steine mehr. Oh, ja, jetzt habe ich echt... Okay, so da. Stein. Da oben ist irgendwie... Okay, cool. Ja, ich bin auch fertig. Fertig. Okay. Dann ab zum Baum. Wie die Dinger sich hier alle anmucken, gell? Alle gegenseitig jagen die sich. Wir sind da nicht dabei, ohne uns. Nö. Es wird es kann so leicht passieren, dass wir jetzt hier irgendwo gefressen werden. Einfach mal gucken. Ja, genau, das muss ich mit verprügeln. Gibt's hier noch alles? Okay. Da ist die große Eiche. Und ein Saft. Sehr schön. Da wieder eine Laus. Die sind so schnell. Komm her! Ey, Läuse sind echt süß. Ja. Oh, das ist gut. Hier die Eicheln. Warte mal, kann man hier... was haben wir denn? Ah, da kannst du den Kies nehmen. Guck den. Bam. Ah, den müssen wir nochmal bauen. Oh, ganz viel Saft. Den nehmen wir mit. Shit. Brauch nochmal 3 oder 4 Kiesel. Ah, hab ich, glaube ich. Nicht.
Verdammt. Hier liegt aber schon mal, glaube ich, was. Ich mache die sonst schon mal alle kaputt. Ja, genau. Du kannst ja auch... Ja, nee, mach mal. Ich... Mann, ist egal. Komm, dann mach du die kaputt und ich lauf hinterher. Eichelbrocken. Bevor ich jetzt hier alles... Aber Kiesel müssten doch eigentlich überall rumliegen, oder? Genau, aber hier jetzt gerade halt nicht. Aber ich mach die kaputt und du sammelst es alles ein, okay? Achso, die kann ich einsammeln, hups. So, ich mach's kaputt und du sammelst ein. Mhm. So. Was gibt's hier denn noch so? Warte, jippet. Kommen wir hier hoch? Blub. Komisch. Blub, blub, blub. So, irgendwo. Wo man genau hin muss, weiß ich auch noch nicht. Ach, aber schön, ja, wir mal eine Übersicht hier oben. Aber es gab offensichtlich irgendwas an dieser Eiche, eine Explosion, aber ich sehe jetzt hier auch nichts. Da, der qualmt was. Hier siehst du da direkt auf der gegenüberliegenden Seite. Ja. Ah ja, und siehst da du da diese arme kleine Fliege im Spinnennetz? Oh, wollen das wir die ist retten? Auch schon. Ja, wie? Indem wir da auf den Stumpf gehen. Glaube ich. Komm, wir retten die. Ein bisschen ja. Karma-Punkte. Ja, drei Fliegen essen, eine retten, das ist schon oder okay. Ist aber auch eine Wespe, ne? Eine Biene, ich glaube, die macht nichts. Kann man die retten? Oh, ich habe sie getötet. Naja, du hast eigentlich ihr Leiden beendet. Oh, die Arme. Ich hoffe, du hast nicht zugeschaut. Doch, ich habe alles gesehen. Das auch. Da fliegen die ganzen Leichen runter. Die Arme, ach, Mann, ich wollte sie doch retten. Das ist das Gesetz der Straße. Okay, willst du sie denn noch holen? Oder nein, wir sie ist tot. Sie ist tot. Sie kommt nie wieder. Magst du noch, dass ich diese Eichel für dich knacke? Ich weiß, ja, gerne, aber ich weiß auch nicht genau, wie viel kann ich davon überhaupt tragen, weil ich habe ja schon einige mitgenommen. Ich habe schon was mitgenommen, es passt. Brauchen diese Eichelbrocken auch. Boah, jetzt so viele! Komm, Simon, ich gebe dir den jetzt mal. Du musst mir nicht die ganze Zeit zuschauen, wie ich Spaß habe, die zu knacken. Du darfst jetzt auch mal. So, hier, für dich. Aber wie kann ich dir die rausschmeißen? Rechtsklick im Inventar. Oh, okay, oder einfach wegwerfen. Ja. Cool. Das kannst du auch mal knacken. Das macht nämlich echt Spaß. Ja, gar nicht so ungeil. Und Simon, du darfst dann gleich auch mal hierher kommen. Diesen wunderbaren Rotz hier oben wegmachen. RIP, Fliege. Da ist derselbe Hammer. Ah ja, geil. Genau. Saftklumpen. Geil. Yeah, ui. Yeah. So, okay, perfekt. Ja, nice, okay, komm, eine Eichel noch. Aber dann müssen wir mal zu der... Spaß. Ja. Okay, dann müssen wir hier zusammen hoch. Ich warte hier auf dich. Genau. Ich bin schon. Da war die Explosion. Da geht's auch rein. Oh Gott, guck da mal rein. Um Gottes Willen. Ii, weg da. Magst du da rein, Simon? Da kommt er direkt runtergerannt. Ich hab die schon direkt gesehen, wie die da schon so in ihrer gemütlichen Lauerstellung sitzen. Ey, ekelhaft. Ja, richtig eklig. Da habe ich wirklich... Also es kann sein, dass ich irgendwann hier diese da gibt's ja diese Modifikation, dass man irgendwie... das ausstellt, Spinnen, ne? Verändern. Ja, ja, also ich will es eigentlich nicht machen, weil es irgendwie auch blöd ist, aber... Aber triggert dich das echt so sehr? Naja, also ich habe jetzt nicht die Mega-Arachnophobie oder so wie andere Leute oder so, aber also ich finde das schon extrem unangenehm, ja. Krass. Und je größer, desto ekliger, auf jeden Fall. Okay, lass mal gucken, was wir hier so raw sciencen können. Boah, ganz schön viel. Ich habe auch ein Spinnennetz, geil. Oh, ich habe hier so eine Kassette gefunden. I adjust the machine to account for their existence, it should be the key to the de-shrinking, expanding process. Also er will quasi wieder zurück vergrößern, ne? Ich glaube, dass der Wissenschaftler sich selber aus Versehen klein gemacht hat. Ja, glaube ich auch. Der hat hier... Aber er hat... Ich meine, das ist ja eigentlich ganz, ganz cool. Er hat hier richtig schöne Basis aufgebaut. Cooking, flipping, or grilling?
No, none of those. Categorization. That answer is not permitted, according to health code standards governing the handling of raw food items. Ja, der hat dieselben Probleme gehabt wie wir, was Essen angeht. Ja, das sieht wirklich aus wie pure Wissenschaft hier, was hier in dieser komischen Lavalampe drin ist. Pure Wissenschaft. Ja, guck, so sieht Wissenschaft aus. Da, so eine kleine, sich drehende Raw Science. Pyramide. Okay, er spähe eine Kreatur. Was auch immer das heißt. Hat das hier mal geöffnet? Ja, geil. Hier, komm, da ist jetzt auch gleich dieser kleine Roboter. Wie lange braucht man das immer, bis man hier was Neues analysieren kann? Ah, jetzt gleich. Das lädt sich es immer lädt wieder sich auf. Langsam auf. Ach so, ja. Da steht jetzt dran. Nächste Aufladung. Mhm. 9.21 Uhr. Ah, okay, es ist gleich. Was ist denn hier noch so Feines? Biometrische Scanner. Viel Kram auch. Ganz viel Saft gelagert. Warnung, Batterie. Backup-Fehler. Vielleicht wollte er sich größer machen und ist irgendwie irgendwo im Speicher hängen geblieben oder irgend sowas, ne? Ja. Aber wer sind wir und warum sind wir so klein? Ja. Also der Chat meinte, das würde alles noch erklärt werden, aber okay. Ich kann mir das auch schwer vorstellen, wie das alles passt. Weil wir sind ja wirklich in eine Kiste gebracht worden, wie so, also ganz komisch. Mhm. Wir waren ja wirklich erschaffen worden. Ich dachte eigentlich, wir sind wie bei Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, außer Sehen geschrumpft worden, müssen versuchen, groß zu werden wieder. Ah. Ja, im Grunde hast du auch recht. Ich denke auch, aber vielleicht war es unser Plan, ihn zu retten. Ich lese hier gerade seinen Vergrößerungstest. Also er hat immer wieder versucht zu vergrößern, aber Versagen. Die Miniaturisierung ist erfolgreich, aber eine Vergrößerung und weitere Tests sind derzeit nicht möglich. Das Testobjekt wurde von einer neugierigen Honigbiene beschlagnahmt. Vielleicht hilft uns das. Ich habe gerade einen Roboter. Ja, der ist süß, ne? Ich finde den voll geil. Der hat einen süßen LGBTQ-Bart. Ja, und er hat vor allem so einen Pfannenwender-Hand. Ja. Also die eine Hand ist einfach so ein Bratgerät. Wir können aber hier ist die Explosion her. Diese biometrischen Sachen können wir gar nicht machen, ne? Ich habe hier eine Kassette. One success after another. I have returned Burgle to his original size. It appears that my new raw science containment field is working at 99% effectiveness. 98.5%. Right, Burgle, right. However, as Burgle indicates, there is some minor insignificant raw science leakage. A note for another time. Noted. But I see no reason to put off a human trial. I believe there should be no issues. But, al dentes fortuna juvat. I am ready to prove my creation's full potential. End recording. Okay. Wollen wir mit ihm reden? Also wir sollen ja mit ihm reden. Ja, gerne. Siehst du das jetzt auch, das Gespräch? Ja. Okay. A recent power surge has caused a massive raw science containment explosion. This lab, as you can see, is a disaster. And what's worse, the explosion has disrupted my computing power. My memory banks are corrupted. Sorry to pile on the bad news, my new friend. How you are here, in the Oak Lab, built and used by Dr. Wendell Tadelli to experiment on all things small. Burgle, this I'd like to record some messages for my family, for in case things do not go as planned. Quatsch da mal alle durch, ne? Ja. Ja, das müssen wir eh. My initial protocol was to serve as the short order cook of the future. However, I have been recently promoted to acting science manager to assist with his experiments. No doubt my previous work experience has been invaluable to Dr. Tully. Although, now that I am processing it, I have not seen him for several weeks. And now I cannot recall where he went. It must be my corrupted memory banks. It seems you and I are both a little discombobulated. Given my best calculations,
Your biomass has been subject to covalent spacing reduction via interatomic energy. In other words, you have been shrunk. It is likely this was achieved using Dr. Wendell Tully's spacer platform. Patent pending. Shrinking can be a traumatic experience. Okay, eine Frage noch. Ja. And memory loss is a known side effect. Okay, deswegen, wir können uns auch nicht erinnern, weil das einfach neben wie heißt es, eine Nebenwirkung ist. It appears to have suffered several. I am sorry, but it appears you may be stranded here for some time until we. Haha! That is a great idea. Let me run a full diagnostic scan on it and see what we need to do to process. Natürlich, wir reparieren. I am sorry again. It appears I without those memories. Okay, Speicherchips brauchen wir. Okay, andere Labore alle. Krass. Aber dann war der ja echt, dann ist er einfach klein gewesen, ne? Und hat das alles gebaut. Ganz alleine, nicht schlecht für einen alten Mann. Ja, aber wirklich, und gell? Wer hat die Dinger hier gebaut? Okay, Heckenlabor, komm. Spinnenfäden, der sagt das doch. Ja, das wird richtig eklig. Wir brauchen jetzt mehrere Labore. Und da müssen wir, glaube ich, auch nochmal zurückkommen, weil wir haben ja diesen biometrischen Handabdruck gar nicht. Ich glaube, wir können jetzt schon mal rausgehen wieder. Ja, muss gerade noch kurz. Okay, wir müssen uns registrieren lassen. Und dann suchen wir das zweite, also irgendwann das zweite Labor. Okay. Oh, irgendwo müssen wir uns noch, hier, da müssen wir uns noch registrieren. Let's go. Wie du da eifrig deine Hand drauf klatscht. Ja. Geil. Endlich passiert was. Ich will auch meine Hand eifrig. Achso, es reicht schon, wenn es einer macht. Okay. Kaufe mittels des ASL-Terminals eine Verbesserung im Wissenschaftsladen. Also den Roboter finde ich ja wahnsinnig geil. Der gefällt mir voll gut. Der ist cute. Wo ist denn das Wissenschaftslabor? Also, es sind zwei Sachen, ne? Wir könnten jetzt hier runter, weil hier irgendwas ist hier. Oder wir können rausgehen und auf der Karte... Ach, das haben wir ja einfach gefunden. Geil. Genau. Ich auf der Karte wird das markiert, genau, mit so einem... ja? Genau, ich würde, glaube ich, raus auf die Karte, wenn wir da unten lang gehen, ist immer... Oh, da ist ja was. Oh. Okay. Ja, ich wollte eigentlich rein. Ich habe hier nur schnell noch was gefunden. Ah, hier können wir was kaufen. And isn't it redundant to specialize in cooking and grilling? Understood. Appending monitor power fluctuations to my prime directive list. Deprioritizing grilling. Good. Now get on with it. Reprioritizing grilling. So, Wissenschaftsladen. Da können wir ein bisschen was kaufen. Mehrgeschossige Basen. Kieselfundament. Ja, check du mal, was du gut findest. Schmiede hast du gekauft? Ja, klingt gut. Ja, ich mache jetzt nochmal hier das mehrgeschossige Dingens. So, dann haben wir das auch erledigt. Da kannst du immer deine Science, deine Raw Science einfügen. Und dann brauchen wir, hole einen Superchip für Burke. Aber wo finden, nach Hause gehen? Wo finden wir den? Ja, auf der Karte, musst du mal gucken, im Süden, Südwesten, glaube ich. So. Hast du die Aufgaben alle mitgenommen? Weil die kann man ja alle mal, kann man ja schon alle nehmen und dann macht man die später halt aus Versehen, ja. Und kriegt dafür Punkte noch. Okay. Warte, die wähle ich sonst mal auf. Ah, läuft. Hast du gerade schon angenommen, ne?
Genau, ach, super. Das für beide dann. Okay. Perfekt. Ja, ich nehme an, wir müssen jetzt hoch und dann müssen wir erst nochmal in die Basis und dann gehen wir zurück zu der Hecke. Oder okay. Suchen in der Hecke. Ugh. Let's go. Klatsch deine Hand drauf. Ich weiß gar nicht, ob das der Ausgang ist oder was das hier ist. Wir gucken mal. Ich glaube schon. Die Spieleentwickler wollten wahrscheinlich, dass wir da lang latschen. Raw Science. Hier darfst du eins sammeln. Einfach, weil es sich so schön anfühlt. Ah, nee, da kommen wir nicht weiter. Doch, du hast doch den Hammer dazu. The Kinder Science Mini Quick Little Chemist Lab Educational Toy for Children. Benötigt ein Werkzeug höheren Ranges. Ach, schade. Okay, nee, doch nicht der Ausgang. Odd that Ominent has been using my toy pieces in this way. I digress. The lab network is now up and running in the backyard. I'm planning to dedicate each one of them. Ich glaube, ich habe es gefunden, den Ausgang. Mhm. Main power will run through here. The Oak Lab is the center of operations for the backyard. The second lab is nestled hier, into the hedge. In meine Richtung. Such wonderful views from up there. Side note, I'm worried that Ominent's shoddy manufacturing of the lab pieces will cause them to fall apart over time, but they will do for now. Okay, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, es gibt einen guten Wissenschaftler und einen bösen, ne? Der Wendell ist so ein bisschen der Hinterhältige, ne? War was? Zwei? Habe ich da gerade nicht aufgepasst? Weil der hat erzählt, dass quasi der Wendell ist der, der ja gerade alles erzählt hat, dass sie im Garten schon mal alle wissenschaftlichen, also die haben quasi, als sie groß waren, wenn ich es richtig verstehe, diese Labore schon gebaut, damit sie forschen können, wenn sie klein sind. Und da war gerade auch irgendwas von der Rede, wenn halt Kinder das Ganze verwenden. Das habe ich jetzt aber nicht richtig verstanden. Ich habe so das Gefühl, dass ein Wissenschaftler so ein bisschen der dann skrupellos wurde und der andere der so ein bisschen nett würde. Magst du einen Saft haben? Ich bin eigentlich noch ganz gut dabei, aber ich sehe dieses große Saft-Ding. Ja, das ist... ja. Kommt da denn was raus? Ist das noch quasi trinkbar? Ja. Ist auf jeden Fall so eine... Willst du die nicht haben, oder nee, was? Nee, trink ruhig. Okay, Alter, voll der Zuckerschock. Einfach mal 5 Liter Saft. Ja, aber echt, die Blase platzt. So, ja. Wo müssen wir hin? Genau. Aber wenn du mal M drückst, siehst du auf der Karte ganz auf der gegenüberliegenden Gartenseite. Und deswegen könnten wir ja... Was siehst du da? So Baseball, irgendwie. Oder? Da ist sowas... Ach so, siehst du es gar nicht? Das ist so ein markierter Bereich. Wo die Hecke wohl, also wo dieses Labor sein soll. Meinst du, wo dieser rote Kreis ist? Dieses rote Eichenlabor, ne? Also es gibt mehrere Sachen. Es gibt unten rechts, also im Südosten sehe ich das gerade, da gibt es den Super Tech Chip. Ich weiß nicht, ob wir den brauchen. Ob das der Chip ist, den wir brauchen, oder ob ich... Ah, doch, der leuchtet so, ne? Der blinkt so, Super Tech Chip, ne? Ich glaube, den nicht, brauchen was wir. Das Heckenlabor ist. Ja, okay, dann ist die Karte riesig. Oh Gott, jetzt sehe ich das erst. Ja, lass uns da mal erst hingehen, diesen Chip holen, oder? Oder ja, Eichenlabor, aber da waren wir doch gerade schon. Nee, da waren wir, genau. Okay, dann lass mal den Chip holen. Okay, einfach hier geradeaus. Ja. Okay, wie schön die Rosen. Da müsste auch irgendwo diese Stacheln geben. Wir brauchen auch noch. Zwei Wasser? Ja. Nehmen wir recht. Ich schlürfe. Vorsicht, das sind überall diese Spinnen, ne? Ja, ich habe schon gesehen. Ich versuche nicht hinzugucken. Wir haben die... Ach, wir müssen da aber durch. Echt? Shit, ich glaube, wir müssen da durch, um da hinzukommen, ja. Also durch die Bretter, meine ich. Holzwand. Okay, da unten läuft auf jeden Fall eine Spinne. Vorsicht. Die kommt zu dir, kommt auf dich zu. Lauf weg. Ja, ich lauf schon. Oder wir bringen die beide um. Die ist ja gar nicht so groß. Ich weiß nicht, ob die nicht zu stark sind. Lass mal gucken, da muss noch irgendwo einen anderen Ort geben, reinzukommen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, auf der Karte sieht es so aus, als ob dieses Holzding ohnehin nur quasi, als ob das hier ein Ende hat. Wenn wir hier weiterlaufen, geradeaus, endet die. Ah, okay, ich komme mal mit. Also, ich kann mich auch irren, ne? Du kannst aber selbst auf der Karte immer mal gucken. Es sieht halt nicht so hundertprozentig klar aus. Man kann das nicht so ganz erkennen. Ja. Oh, der Chat will uns darauf aufmerksam machen, dass wir hier bei diesem Trinkpackung, dass wir da einen Wassersammeleimer drunter stellen können. Oh, können wir einen bauen?
Weiß gar nicht, ob wir alles jetzt dafür haben, aber. Ein Eimer? Das ist auch gar nicht gesehen bisher. Irgendwie kann man wohl einen Eimer drunter stellen, ja. Ich glaube, wir haben den noch nicht gelernt, kann das sein? Doch, Wasserbehälter. Kleeblatt. Verdammt, wir brauchen nur ein Kleeblatt. Haben wir irgendwo eins? Warte mal, habe ich nicht noch... ja, ich habe Kleeblatt. Nice. Noch. Warte. Fallen lassen. Dann kannst du den hier direkt runterplacen. Ah, dann mache ich es kurz. Danke. Ja, du hast, glaube ich, den Rest. So. Okay, ist der so drunter? Ja, sieht... Also, jetzt nicht mehr. Jetzt ist er drunter, ja. Ja, es ist drunter, passt schon. Geil! Yay, okay. Süß! Ach, dafür haben wir die Eicheln benutzt, okay. Das ist ja ultra so. Cute. Und wir müssen... Ich habe so viele Läuse, ne? Da können wir echt einen Grill festmachen. Müssen wir hier lang? Oh, da ist er noch... Guck mal, da rollt ein Tropfen runter. Gönn dir. Ja, wir müssen weiter hier an dieser Mauer entlang. Ja. Weil durch dieses Loch will ich nicht, wo die Spinnen sind. Dann müssen wir hier wahrscheinlich hier... Ich hoffe mal, dass hier jetzt keine sind. Aber wir müssen irgendwie in diese Richtung weiter. Ja. Nehmen wir mal ein paar Klelis mit. Ja, stimmt, brauchen wir auch, ne? Brauchen wir oft genug. Okay. Ja, wir müssen echt aufpassen, in den trockenen Gräsern sind die halt meistens. Nee. Geh mal beim Grünen entlang. Die haben ganz sicher die Spinnen extra dahin gelegt, wo man durch muss. Also bin ich mir sicher. 100 pro. Aber ich möchte es trotzdem vermeiden. Lemon. Was ist das hier? Oh, guck mal, da ist ganz viel Saft. Hier, das bringt auch ein bisschen Essen. Ja. Also ich habe noch ein bisschen tatsächlich. Aber das bringt auch Essen, deswegen trink den ruhig. Aber du willst doch auch, willst du gar nicht? Ich hab schon, ich hab schon. Ach so, okay. Okay, Moment, kurz noch mal gucken. Also auf der Karte müssen wir... Warte mal. Wir sind ja voll dran vorbeigelatscht, ne? Boah, nee, es war schon wichtig. Wir wollten ja an dem... wir wollten ja an dem Holz vorbei. Ja, stimmt. Und das hat, glaube ich, geklappt. Jetzt müssen wir halt einfach nur in die Richtung und hoffen, dass hier irgendwo ein Weg ist. Ja. Speichert das Spiel nicht automatisch? Ja. Sonst können wir uns eigentlich auch mal kurz ein Lager bauen und hier mal kurz einen Respawn-Punkt machen, für den Fall, dass wir gleich dumm sterben, oder? Ja. Wobei das Lager ist eh ziemlich mittig, aber du hast... Also, ich weiß nicht, ob das so gut ist, hier was zu bauen, weil also da sind wir ja genau in der Gefahr, oder? Ja, nur halt, dass wir hier respawnen, falls wir jetzt sterben und speichern. Ja, von mir aus gerne. Weil hier unten versucht das gleiche was anzugreifen, weißt. Oh, ja. Lauf. Run. Alter, der ist hart. Okay, jetzt sind wir ja doch in dem... Es geht nicht anders, Simon. Wir haben hier ein Science. Hier können wir kurz was aufbauen. Wir sind hier im Forschungslabor, das ist gut. Und da ist auch eine Kassette. Das ist aber neues, oder? Ja. Das ist nicht das alte. Geil. Wie kann man sich denn markieren? Das würde ich gerne machen. Ja, ich auch. Ah, ich weiß wie. Du musst auf der Karte rumzoomen und da ist dieser rote Kreis. Ja. Und mit dem kannst du R, also wenn du R drückst, dann markiert der Kreis quasi da, wo er gerade ist. Ah. Genau. Nice. Du wolltest was bauen, ne? Wollen wir dann schnell noch hier ein Haus bauen? Kannst du das fertig bauen? Hast? Ah, nice. Dann mache ich hier mal meinen Respawn hin. Und lass mal schlafen, oder? Ja, vielleicht baue ich auch mal schnell einen Grill, dann kann man sich ja nochmal was grillen. Ich habe voll viele, ich habe super viele Flöhe. Ah, okay. Aber ich habe auch noch. Okay. So, machen wir einen Grill, oder? Na, wenn du noch hast. Achso, du, die sind noch nicht gegrillt. Okay, dann sollten wir vielleicht einen bauen, ja. Muss aber auch nicht. Also ich pack das jetzt auch so noch. Magst du noch einen Riegel haben hier? Da am Boden, dann packst du es auch noch. Der ist hier neben dir.
Da brauchen wir jetzt kein extra Ding. Auch, okay. Da auch nicer wohl. Riegel. Warum ist der eigentlich so klein? Der müsste doch eigentlich riesig sein. Oh shit, ich habe meine Axt aus Versehen weggeworfen. Ach, ja, ist passiert. Okay, auf dem Weg Wasser würde ich auf jeden Fall auch noch nehmen. Ansonsten ja. Lass uns hier langlaufen. Let's go. So dunkel. Ja. Aber Diese? Es ist morgens, oder? Irgendwann. Ja, ja. Ah, da oben ist auch noch. Oh, bist du da wirklich durch? Ich will nur diesen Wassertropfen. Ah, guter Punkt. Ich guck auch mal. Oh nein, ist der Wassertropfen jetzt ins Wasser? Ja, ey, das ist wie dieser Waschbär, der irgendwie das Eis irgendwie. Kannst oder mitkommen, den Salz, ich hab einen. Ja, stimmt. Weil der einen völlig verzweifelt ist, weil es weg ist. Hier unten. Oh ja, ich sehe hier Wasser, ja, geil. Okay. Ja, ich weiß nicht, also wir müssen da schon irgendwie lang. Ich kann dir aber auch nicht sagen, was da passiert. Ich hoffe einfach, dass wir im Zweifel rennen. Ja. Sind wir überhaupt auf dem richtigen Weg? Vielleicht kann ich habe auch markiert. Hier, ich habe diese Markierung von mir ist richtig. Die siehst du auch, oder? Vor uns. Ja. Okay, cool. Ich komme. Oh, viel Wasser hier überall. Ich kann nicht schwimmen. Wie, was nicht? Hä, irgendwie hänge ich hier gerade fest, kann das sein? Ah, jetzt. Hat gerade einen kleinen Hänger. Das habe ich öfter mal. Ist es eklig, wenn man. Oh, voll viel Wassertropfen, ne? Ach. Die Musik gefällt mir nicht, Simon! Ich erwarte auch jede Sekunde irgendeinen schlimmen Angriff. Wüsteblüm. Die ist ja eigentlich hier reingefallen, ne? Ist echt blöd mit dem Wasser. Ah, ich habe aber noch eine. Oh, das ist aber schön. Also die haben aber ganz schön viel Müll auch in diesem Garten hier. Also, wo hätten sie wirklich auch mal ein bisschen pflegen können. Ja, voll. Hast du die? Soll ich zu dir kommen? Ich habe sie zumindest gesehen. Also hier ist sie, ja. Dann komme ich zu dir jetzt. Oh, ich höre irgendwas Ekliges im Wasser. Ah! Ich will es gar nicht wissen. Ich habe eher Thalassophobie, das muss ich ehrlich sagen. Also ich hasse es, in die Tiefen des Meeres zu schwimmen oder an Seen, wenn es dann unten unter dir so kühl wird. Verstehe ich. Ja, verstehe ich. Das auf jeden ist Fall. So mein absoluter Horror. Ja, weil es ist halt mega schlimm, wenn du runter guckst und einfach kein Ende siehst. Das ist ganz, ganz schlimm. Ja, dann wird es so kalt und ja. Aber ich war auch schon mal tauchen, so mit Ausrüstung und allem. Das ist schon ganz cool auch. Ja. Aber ich würde auch nur tauchen, wenn ich halt noch den Grund sehen kann. Ja. Sonst ist es nicht geil. Nee, das ist mir zu gruselig. Da habe ich echt Schiss vor. Ich glaube, wir müssen hier rüber. Ja, und trotzdem habe ich Subnautica tapfer gespielt, ne? Das ist ein geiles Game. Ja, dann ist das auf jeden Fall. Da ist ja auch ein Riesenmonster. Ey, hier, ich habe einen Eingang. Geil. Oh, nice. Guck mal, der Leviathan. Ich spiele jetzt auch den zweiten. Ja. Hast du den auch schon gespielt demnächst? Hab ich. Ich finde aber den ersten besser, aber den zweiten habe ich auch gerne gespielt. Oh, scheiße, wir kommen nicht rein. Öffnet sich wahrscheinlich noch. Oh. Der zweite ist schwerer, oder? Ja, war, oh, da ist eine Spinne. Die ist hinter dem Holz. Okay, aber müssen wir hier nicht lang? Wir müssen einen anderen Weg finden. Kann es sein? Ah, ich glaube, wir müssen hier irgendwie rüber und über den Baum kommen wir da rein. Guck mal, wir müssen hier lang. Über den Ast. Die Pusteblume muss noch ausgerüstet werden, sagt mein Chat. Ja, aber ich weiß ja noch gar nicht, was ich damit machen soll. Ja. Hier müssen wir hoch. Zubehör. Ah, das Zubehör musst du dir einfach hinzufügen. Einfach auf I und dann Zubehör reinpacken. Oh, jetzt auch Spinnen, Vorsicht. Oh, überall. Lauf einfach geradeaus durch. Okay, und wie kann ich die als Zubehör, also in den Schnellzugriff oder was? Einfach genau, auf Schnellzugriff. Ja, das habe ich schon, okay. So, ich habe irgendwas aktiviert, ne? Also die Spinne ist leider direkt vor mir. Die wird doch irgendwie, hier heißt es, dass irgendetwas unsere Zone angreift? Alles voller Spinnen. Das ist wirklich schon sehr ekelhaft hier. Aber ich verstehe nicht, was hier gerade angegriffen wird. Weiß auch nicht. Können hier, glaube ich, irgendwie rein, oder?
Wie bist du da reingekommen? Ich bin einfach hochgehüpft. Ah, mit den Dingen. Ach, nice. Oh ja, da ist auch eine Kassette. Okay, die Spinnen greifen an. Was? Jetzt greift auch noch ein Roboter an. Was geht denn hier ab? Bring ihn um, bring ihn um! Sehr gut. Die Spinne kommt von hinten. Ich hau ab. Die Spinne kommt von hinten. Oh ja, fuck, ich seh's. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wo wir jetzt lang müssen. Simon, ich komm nicht hoch. Wir müssen jetzt auf jeden Fall irgendwie hochkommen. So, irgendwo. Hier ist die Büroklammer. Oh, krass, nice. Die ist auch noch grün. Die kannst du ja gar nicht sehen. Ah. Okay, krass. Okay, ab jetzt sollten wir nicht mehr abstürzen. Ich bin abgestürzt. Aber jetzt. Okay, jetzt bin ich, glaube ich. Oh ja, so könnte es klappen. Und wie mache ich nochmal mein Fallschirmchen auf? Also bei mir steht L-Shift, also der linke Shift, gedrückt halten. Okay. Ja, müssen nämlich, ich, mein, ich hoffe es. Ja? Müssen wir nämlich darüber. Moment, worüber? Darüber, zu dem Forschungsdings. Aber von hier können wir doch da nicht hinspringen, oder? Ich glaube, das klappt nur von woanders irgendwie. Hm, also hier auf jeden Fall auch nicht. Doch, ich glaube hier rüber aufs Kabel und dann. Okay, ich probier's mal. Nee. Also das hat theoretisch geklappt, aber nicht so. Ah, ich weiß wo, hier. Also, ich muss was drücken, damit dieser Fallschirm aufgeht? Ja, bei mir ist es L-Shift. Die linke Shift-Taste, ja. Ah ja. Fast. Ich habe das Gefühl, dass man hier jetzt aber auch schon... Ich bin zum Beispiel jetzt einfach hochgelaufen zu dem Labor. Ich bin jetzt oben. Heavy. Ja, um ehrlich zu sein, frage ich mich auch gerade, wie das passiert ist. Aber es ist passiert. Geil. Ach so, hier einfach zur Seite. Ja, wir machen es halt mal wieder komplizierter, als es sein muss, ne? Okay, Science. Brauchen wir aber gerade nichts. Ich würde gerne scannen. Ja, ich mache gerade noch zwei Sachen. Ohne Kassette. The Kinder Science Lab Modules have not held up as well as anticipated. I thought hiding these lab units in the hedge would provide a bit of protection from my rampaging children. Ich brauche, also ich kann auch, du kannst auch gerne machen, aber es ist eh gerade leer. Can protect my work from an errant flingman disc. Achso, ja, ich habe noch die Spinne. Ja, und Bärenbrocken. Ich habe auch noch eine Sache. Aber mach die ruhig erstmal. Ich versuche mal ein Haus zu bauen. Raw Science. Okay, cool. Ich habe hier manchmal einen Respawn-Punkt. Ja, sehr gut. Mach du das auch mal und dann ist doch schon mal gut. Dann kann doch gar nicht so viel schief gehen jetzt. So, dann let's go. Dann hat's hier wieder Raw Science. Ich glaube, dass wir hier hoch müssen. Komm mit, Simon, ich öffne dir die Welt der Raw Science. Das ist also diese Wissenschaft. Okay, gut. Maybe that spiderling tastes like popcorn. We could put some aphid butter on top. Okay, da ist wieder eine Beere. Da, oh. Hey, was soll denn das hier? Ja, lieber jetzt töten, bevor sie irgendwie gut. Nee, wachsen gut. Wird. Magst du was zu trinken? Nö, ich bin eigentlich ganz gut. Aber essen technisch? Essen gibt ja auch nicht, Essen, deswegen trinkt es gibt Essen. Okay. Du bist sehr fürsorglich. Das ist gut. Ach, hier ist das Ding, was Seilrutsche. Wir Jeet.
geil. Muss wahrscheinlich. Kommt das Ding zurück? Muss ich warten? Nö, du kannst, glaube ich. Also wenn E da steht, kannst du es machen. Hier steht kein E da. Was? Doch, jetzt. Ja, jetzt. Okay, jetzt die Frage, müssen wir unten oder oben lang? Klatsch mal hier lang. Boah, jetzt bitte nicht abstürzen, ne? Das wäre jetzt richtig scheiße. Ah! Okay, dann können wir, glaube ich, hier lang. Ich bin gerade konzentriert. Ja, ich bin auch. Also ich versuche einfach nur nicht abzustürzen und auch ein bisschen was zu erkennen. Wir haben natürlich jetzt hier... Du willst es jetzt aber auch wissen, ne? Oh, da kommen tatsächlich welche raus. Huch. Ja, natürlich. Das wusste ich nicht, dass die schon ready sind zu kämpfen, die kleinen Schweine. Ja. Die kleinen Schweine. Direkt, ganz ehrlich, als ich meiner Mutter ihren Bauch noch war, da war ich nicht direkt ready to fight. Ja, es ist halt die Natur, ne? Okay, geil. Yay! Geil. Das ist ja nice. Fühlt sich gut an. Wir haben's. Nee, doch. Hier ist ein Riegel, wenn du den willst. Nimm den ruhig. Brüde Marmorscherbe. Okay, das klingt interessant. Eine Brüde? Ich habe eine Ding. For so long I have felt taunted by the spiders of the yard. Climbing, crawling, skittering with the greatest of ease. Oh, and how they delight in violating my workspace. I can't take a single step without getting stuck in their confounded webbing. Ich würde eigentlich mega gern schlafen, weil ich sehe nichts. Running, climbing, surviving, traversing this broken lab, the entire yard for that matter, has become untenable. Komm, lass mal hier den Spawnpunkt hinmachen. Und vielleicht pennen. Weil wir sehen gar nichts. Hast recht, schlafen wir mal 8 Stunden. Weil ich sehe gar nichts. Oh, beautiful. Immer schön gucken, dass man die 8 Stunden Schlaf kriegt, gell? Ist zwar jetzt nicht besser, aber es wird gleich. Ja, man kann sagen, es ist irgendwie immer noch dunkel. Aber Scheiße. Hier ist ja jetzt auch gar nichts mehr in dem Labor. Also es geht noch weiter. Wir können noch viel weiter hoch. Okay. Das war noch längst nicht das Ende, Simon. Ich kann überhaupt nichts sehen, Simon. Nee. Ich glaube, kann man da draufspringen und dann da hoch? Soll man das überhaupt? Weiß nicht. Ist das nicht ein bisschen... Ich komm mal zu dir. Ich hatte das Gefühl, dass wenn wir zur Seilbahn gehen, dass wir nach oben lang können. Aber wolltest du nicht zu mir? Weil du läufst gerade woanders lang. Genau, ne? Ich dachte eigentlich, dass wir nochmal zurück können. Aber ich meine, hier geht's ja noch hoch, ne? Hier geht's ja... Oh, nee, hier ist jetzt glaube ich, Ende. Deswegen, irgendwo ging's auf jeden Fall nach hoch. Ich glaube, wir müssen nochmal kurz zurück zur Seilbahn. Da konnten wir nochmal oben lang, wenn ich mich nicht täusche. Dann hier lang. Ah ja, hier ist eine neue Seilbahn. Ah, cool. Yeet. Gut. Ja, das ist wirklich krass, dass hier, also das hätten wir jetzt auch nie gefunden ohne die Hilfe der Leute mit der Büroklammer. Nee, um Gottes Willen. Das hat ewig gedauert. Weil man denkt dann auch so. Okay. Müssen wir da jetzt runter? Ja. Können auch hier direkt weiter, ne? Ich hol mal kurz Raw Science. Du kannst doch sonst hier hochkommen, Simon. Du musst diesen Kampf nicht kämpfen. Hier liegt aber noch was Grünes. Was ist das? Supreme, ein Scab-Farbschema. Okay, keine Ahnung, was das soll. Hier oben geht's direkt weiter. In der Höhle. Weiß nicht, ob wir da rein müssen, aber... Ja, rein wollen vor allem. Ja. Oh, das sieht überhaupt nicht so aus, als ob man da rein sollte. Oh Gott. Also hier werde ich nicht kämpfen, hier werde ich rennen. Ich glaube, das kannst du auch gleich machen. Das ist ja... Oh, was ist denn da? Oh, das sind schon überall... Hilfe. Oh Gott, ja. Das ist ja richtig kuschelig hier. Oh mein Gott, Simon, ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Das sieht aus, als gäbe es hier gleich einen Fight, so oder? So schlimm aus, so schlimm.
Das sieht aus wie eine Fighting Area hier. Was ist das da vorne? Irgendwelche Kokons, irgendwelche Eier. Mutterspinnen-Snack. Ach, ich kann einen Boss herbeirufen. Nö. Nö. Ah, okay, okay. Weil du da einen Snack reinlegst. Das ist nicht unser Kampf. Okay, das lassen wir mal. Das ist ekelhaft, Alter. Alles um Chat. Da nicht rein! Da. Okay. Ich bin froh, dass sie jetzt nicht kommt. Aber gut zu wissen, dass man die killen muss. Ja, schon kuschelig hier. So, dann gehen wir einen anderen Weg weiter. Da hinten. Lass uns einen anderen. Hau ab, du kleines garstiges Schwein. Ja, da ist was. Du hast recht. So. So ein kleines garstiges Ding, wie es auf mich zugesteppt kam. Da sind wir über der Batterie jetzt tatsächlich. Nice. Okay, da müssen wir auf jeden Fall hin. Und dann sammle ich gleich mal die Wissenschaft ein. Alles für die Wissenschaft. Ich komme mit. Oh. Nehmen wir es mal mit, was in der Kiste drin war. Ja. Ich werde jetzt auch meine Läuse fressen. Auch wenn es mir Schaden macht, ist egal. I'll admit, the argument that preceded my reluctant agreement was one for the ages. She just doesn't understand how important the work is. But in the end, all was not lost. As fate would have it, our little trip to Stormin' Beach's Wave Park has given me fresh inspiration. A particular attraction sported a zipline over an undulating pool filled with sun-baked tubers. Basking in the light of the cruel sun that baked them like red, red raisins. But I digress. It was the zipline that captured my imagination. Such an elegant solution geschafft, to ey. Problems in the head. Stress! Holy shit, was denn das hier? It was straight back to work. After another argument, of course. Ist ja riesig. Bam! Gut! Okay, wir haben wieder eine Kassette. Early test runs on the zipline system have produced mixed results. Prices on steel cable are ridiculous, so I've been forced to proceed with my original idea, spider thread. I'm using web samples from my unwanted. Da geht gar nicht auf. Nee, ich glaube, wir müssen hier weiter, oder? Du hast dich aber eben schon einmal scannen lassen, ja, eigentlich, oder? Wir müssen hier oben weiter, glaube ich. That the lost city of Atlantis might be found beneath the roots of this blasted bush. I told them both. Oh God, Simon. No flingman discs, no more throwing. I'll need to find a way to strengthen the zip lines, and I've forbidden the children from playing in the yard temporarily, of course. Dinner will be, I would say, awkward, I suspect. Du musst dich hier ätzend weiterschlängeln, ne? Ich weiß gerade, ich bin, glaube ich, falsch. Du hast den Heckenlabyrinth-Durchbruch entdeckt. Okay, das ist interessant. Wo denn? Ich weiß gar nicht mehr, wo du bist. Oh Gott. Du musst da, wo diese Raw Science ist, rein. Und dann kannst du hier in so ein Loch reinschlüpfen. Oh Gott, Hilfe. Oh Gott, Hilfe, ey. Stress. Boah, stressig, ey. So, und dann läufst du den ganzen Weg entlang. Und dann findest du... Dann findest du da so ein Loch in der Basis. Ich habe ein Passwort gefunden. Ja, so ein Schnipsel, ne? Ich habe auch schon mehrere Passwort-Schnipsel tatsächlich entdeckt. Muss man sehr die... weil dann mache ich das besser mal. Ich habe auch welche. Wahrscheinlich... Aber die muss man so aktivieren? Also ich meine, muss man die angucken oder was muss man damit machen, damit man die bekommt? Ich glaube, da musst du einfach nur, die liegen ganz großzügig rum. Ja, ich habe hier eins. Genau, ich habe auch eins. Ich glaube, das brauchen wir später erst. Aber hier ich habe da nicht eingesammelt. Ich sehe es halt hier vor mir, aber ich komme da nicht ran.
Ach so. Das ist ein bisschen, ja, das hängt quasi einfach so riesig in der Luft. Ach so. Ja, keine Ahnung. Naja, ist vielleicht... Ich glaube, wir brauchen die schon. Aber ich glaube, sterben solltest du nicht. Ich habe auch wieder eins. Die muss man schon einsammeln. Oh shit, oh shit. Oh shit. Shit, ich häng fest. Was mache ich denn jetzt? Oh fuck. Oh, ich bin leider viel zu weit weg, um dir zu helfen. Ich versuche schon die ganze Zeit dahin zu kommen, wo du bist. Ja, ich verpiesel dich mal. Oh Gott, Hilfe. Genau, du musst da, wo diese Raw Science auf dem Blatt ist. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Jetzt reicht's mir, komm her. Da, wo dieses, wo wir gerade eben waren, da ist doch ein Ausgang und da ist so ein Blatt. Da läufst du quasi den Zweig hoch und läufst von Zweig zu Zweig zu Zweig. Kann natürlich jetzt zu allem passen, aber ich glaube, ja, ich glaube, ich weiß schon, was du meinst. Ich glaube, ich bin auch da, nur ich komme halt nicht, ich habe hier zwei Seilrutschen und die eine ist, ach, schwierig. Wie komme ich da jetzt? Wie erkläre ich das? Egal, ich versuche es einfach mal anders. Ich laufe auf der Röhre jetzt einfach rum. Irgendwo wird schon reingehen. Okay, ich habe das hier im Griff. Ich kann mich hier nicht angreifen. Ja, ich sehe dich halt. Ich komme nur nicht ganz dahin. Also aber es ist im Prinzip richtig groß. Also im Prinzip da. Ich bin da. Ja, ich bin genau. Bei dir. Und da musst du runter gucken. Irgendwann da ist dann so eine Klappe offen, so eine Luke. Und da kannst du dann rein. Ja. Das auch hier unten geil, ist eine dumme Spinne. Die kannst du gleich mal mit mir umbringen. Ja, sehr nice. Und schon geht das doch gleich viel schneller. Sehr schön. Lass uns mal hier runtergehen, da war ich gerade zuerst, bis ich komplett genervt worden bin von diesen Schweinen. Ja, hier liegt auf jeden Fall noch einiges rum. Puh. Wir sollen uns den Scanner von eben nochmal genauer angucken. Ja, das machen wir alles, sobald wir... Das ist wahrscheinlich eher was für die nächste Session, wir sind ja jetzt fast schon wieder durch. Aber wir haben viel geschafft, glaube ich. Ja, sobald wir mal auf unser Leben hier klarkommen. Ressourcenanalysator, okay, brauche ich nicht. While the bonding formulas were complex to say the least, I've successfully fused the web ropes with raw science. Once again, it proves to be the key. The new ropes are miraculously soft, but have the tensile strength of forged steel. Ich hab, da ist so eine Zipline, aber da ist eine Kirsche oder sowas im Weg. Okay. Oder eine Pflaume. Komm gleich. Na, wir kommen schon gleich wieder zusammen. Ich muss nur erstmal wieder zu dir. Braucht ihr dann auch gleich mal Hilfe? Die bringen mich hier gerade um. Ja, ich komme nicht ganz rein zu dir. Ich bin noch da, wo du vorhin warst. Genau, du musst runterkommen, da ging es weiter. Ah, runtergefallen. Nein, echt? Ganz runtergefallen? Ja, ne, ich bin auf so einem Holz gelandet, aber ich habe auch nur noch 25 Sekunden leider. Ah, ich bring mich um und komme dann einfach noch. Aber seine Sachen sind da wahrscheinlich trotzdem bei dir, ne? Respawn bei der Kinderbox? Nee, respawn einfach nur. Okay. Ja, ich bin jetzt halt bei unserem Respawn, den wir da hatten. Das ist schon okay. Das ist schon ja, okay. Gucken, ja, ich kann es schaffen. Check du mal weiter, was bei dir so ist. Ich, ja, irgendwie hast du da einen anderen Eingang gefunden, den ich irgendwie bis heute immer noch nicht gefunden habe. Hä? Ich würde sonst sagen, dass ich hier mal einen Speicherpunkt aufmache. Oh ja. Und wir einfach hier nächstes Mal wieder starten. Ja, also das möchte ich jetzt an der Stelle auf jeden Fall erstmal fertig machen. Genau, diesen Baum. Ja, genau. Dann verpiesel ich mir mal kurz, wo ich mal in Ruhe bin.
Jedenfalls schreibt uns gerne in die Kommentare Tipps und Tricks und Hilfe. Wir brauchen eure unbedingt. Hilfe. Und in der nächsten Folge muss ich meinen Rucksack holen, weil das ertrage ich nicht, dass der da unten ist. Ja, aber du hast gar nicht mehr so viel drin. Aber man hat natürlich trotzdem Kram drin. Ne? Ich habe jetzt voll viel eingesammelt. Ja, ja, stimmt schon. Du bist da gut rumgelootet. Okay. Ja, na Simon, gut. Danke. Lasst einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würden wir uns auch freuen. Und unten in der Beschreibung findet ihr Simons Folgen. Das, was Gnu gerade gesagt hat.